Hallo und herzlich willkommen im Recording Room in der High-End-Abteilung. Eigentlich ein Raum, in dem wir viel öfter sein sollten. Auf jeden Fall. Da mal so umschauen, Philipp. Da gibt es hier so tolle Produkte und echt High-End-Equipment. Das hätten wir gerne zu Hause zu produzieren. Ne? Auf jeden Fall, ein kleines Träumchen. Ja, drittes OG im Music Store, oben rechts. Warum sitzen wir eigentlich hier? Was ist unsere Idee? Wir sitzen eigentlich zwischen Kamera und einigen Kopfhörern, weil wir uns mal getroffen haben unten an der Kaffeebar und haben darüber gesprochen, dass eigentlich wir so an so einem Scheideweg sind. Es gibt viele, die kaufen sich gute Studiomonitore, um Musik abzuhören, aber der Trend geht eigentlich in gute Kopfhörer. Ja, vor allem die meisten gehen ja auf Kopfhörer, die zum Recording genutzt werden, also geschlossene Systeme, die nicht ins Mikro übersprechen, sodass man sagen kann, ich habe hier wunderbar meine Aufnahme laufen und nichts landet in dieser High-End-Aufnahme drauf. Und mittlerweile beobachten wir natürlich immer mehr, dass viele Kunden auch merken, hey, es wird immer mehr nicht stationär gearbeitet, es muss im Zug gearbeitet werden, im Hotelzimmer wird weitergearbeitet. Ja. Und diese günstigeren oder einfachen Kopfhörer oder auch geschlossenen Kopfhörer, die eignen sich nicht so gut zum langen Arbeiten, die haben nicht so unbedingt diese Referenzklasse, über die wir auch gleich reden und uns mal ein paar anhören werden. Und der Trend geht ganz klar dahin, vielleicht als Zweitkopfhörer eben nicht zum Aufnehmen, sondern zum Mischen, Mastern, Musik hören. Und ja, da wollen wir uns heute mal so ein bisschen Überblick verschaffen. Wir kennen ja auch immer das Problem, du hast einen Raum, du bist erstmal froh, dass du einen hast, ganz gleich wie er aufgebaut oder eingeteilt ist, was für Wände wir da haben. Dann fängt man an, den Sound irgendwie zu optimieren, versucht hinten mit Schaumstoff Bassfallen auszumerzen, schlechte Reflexionen wegzukriegen. Und haut jede Menge Kohle dabei raus. Ja, du musst, gibt Geld dafür aus, musst das System einmessen und dann klingt es immer nur so wie zu Hause und man kann es eben nicht mobil irgendwo mitnehmen, im Garten, im Schwimmbad, ich würde sogar noch auf einer Parkbank. Also mobil auf jeden Fall, aber die meisten haben ja noch nicht mal die Kohle oder die Idee, ne? Weil theoretisch, du hast ja schon angesprochen, du müsstest ja wirklich mit einem Messmikrofon den Raum einmessen, die Monitore einmessen, auf die Aufstellung achten, aber auch wenn man sich heute mal Produktionsumgebungen von teilweise professionellen veröffentlichten Produktionen anhört, haben wir mehrere Argumente, die eigentlich für sowas hier sprechen. Mhm. Das eine ist, wie gesagt, das mobile Arbeiten. Ich kann nicht immer jeden Raum einmessen, weil irgendwie spontan was aufgebaut wird. Mhm. Auch in vielen Studios wird ja in mehreren Räumen gleichzeitig an sowas gearbeitet. Mhm. Es gibt Gruppen, die an den Songs arbeiten, die in Raum 1, 2, 3 verteilt arbeiten, sich die Files hin und her schieben. Auch da ist nicht immer alles optimiert, obwohl im Studio, aber eben spontan irgendwo so eine kleine mobile Recording-Insel hingebaut wird, Monitoring gestellt, fertig. Da könnte das auch eine interessante Geschichte sein. Und zu guter Letzt, vielleicht stärkstes Argument, wie viele Consumer hören sich denn heute den Kram auch über Kopfhörer an? Jetzt nicht zwingend Referenzkopfhörer, aber wie viele Leute konsumieren das auch anders? Verändert. Ne? Wir haben nicht mehr ein Ghetto-Plaster auf der Schulter und tragen den mit rum, sondern haben es sozusagen in ihr oder on ihr. Ja, auf jeden Fall. Das ist so die genießt man Musik heutzutage und ist dann auch eben mobil. Und darum geht es eigentlich. Weil selbst wenn man sich hochwertige Lautsprecher kauft, heißt es nicht, dass sie auch in dem Raum, in dem ich sie aufstellen will, dann auch gut klingen. Genau. Ja, also auch da brauche ich ein hohes Hörpotenzial, bis ich überhaupt weiß, wo sind die Stärken oder vermeintlichen Schwächen oder was wird überbetont, übertragen und was nicht. Und beim Kopfhörer, weil wir ja geübter sind, ne, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das so entwickelt durch Walkmans und so weiter, haben wir tatsächlich eher diese Positioniertheit von der Klangwiedergabe. Ja, irgendwie schon. Also, man beobachtet das so spätestens seit dem Walkman. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch schon lange Referenzkopfhörer auch dafür im Einsatz, um zum Beispiel beim Mix oder beim Editing noch ein bisschen präziser auf bestimmte Sachen zu hören. Ob du jetzt solo in eine Vocalspur reinhörst und willst wirklich hören, da ist ein Zischen drauf, ich höre es in den Speakern, ich kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Da wird oft der Kopfhörer schon verwendet. Und das geht natürlich immer weiter, sodass man dann natürlich auch sagen kann, vielleicht ist so ein Referenzkopfhörer oder ein offener Kopfhörer, der komfortabler auch auf lange Sicht zum Tragen sein soll, irgendwie die bessere Idee, so als Ergänzung oder vielleicht sogar als Ersatz, wenn man eben nicht auf ein Studio-Setting zurückgreifen kann. Oft hört man den Satz, dass Schall wie Geruch durch Luft gehen muss. Also als müssen muss Luft erstmal, also Musik durch Luft gehen, muss quasi oxidieren, damit wir es wirklich gut oder echt empfinden können. Mhm. Und so ganz alte Kopfhörer, ich erinnere mich, wenn man manchmal Vocals tunen wollte, dachte man, die sind in Tune auf dem Kopfhörer, wenn man laut abgehört hat. Mhm. Und dann hörte man leise ab und dachte, ah nee, die sitzen noch nicht. Ich muss entweder mit Melodyne nachtunen oder nochmal neu einsingen. Ja. Also dass gewisse Dinge gar nicht verifizierbar waren. Wir müssen jetzt eigentlich mal durchhören, weil das ist auf jeden Fall ein neues Feld. Ja. Ob das überhaupt
so in diese Richtung geht. Also ob die so hochauflösend sind, dass wir wirklich schon alles wahrnehmen können. Wir kennen ja noch den DT770, den haben wir, glaube ich, gerade hier nicht in der Demo. Nee, das ist so der Standard-Kopfhörer, wenn man das so sagen darf. Ne? 140 Euro. Genau, so ein Dreh. Genau, also das wär jetzt so ein Einsteigermodell. Aber das ist also auf jeden Fall ein spannendes Experiment im weitesten Sinne heute, weil wir haben jetzt hier einfach nur ein Setup, wo wir sagen, wir haben hier verschiedene Kopfhörer aus dieser Referenzklasse, aus diesem Hi-Fi-Bereich und haben uns einen Referenztrack auch ausgesucht, wo wir sagen, da kann man zumindest ganz gut beurteilen. Kennen wir beide, haben wir schon vielfach gehört. Und auch die Zuschauer zu Hause sollten den auf jeden Fall im Ohr haben und werden uns einfach mal überraschen lassen, ob das wirklich so funktioniert, ob die wirklich so krass klingen, ob die Unterschiede wirklich so extrem sind. Wir sind bewaffnet mit verschiedenen Kopfhörern, wir sind bewaffnet mit ein paar Daten auch zu den Kopfhörern natürlich. Mhm. Ich kam deshalb auf den DT770, weil der sowohl fürs Monitoring, fürs Aufnehmen, auch fürs Konsumieren, also wir kennen den aus dem Hi-Fi-Bereich, wir kennen den aus Studiobereichen, aus Recording-Bereichen und so weiter. Das war so ein Allrounder für alles. Und eigentlich sind die Prinzipien ja gleich. Der DT770, den gab es geschlossen, aber auch als halboffener. Oder genau, den gibt es auch, als offenere Geschichte, sodass er so ein bisschen in die Richtung gehen kann. Weil offener haben wir ein bisschen mehr Basspräsenz, können damit ein bisschen besser aufgeräumt wiedergeben als die geschlossenen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, für diejenigen Zuschauer, die bisher nur mit geschlossenen Systemen gearbeitet haben, dass es auch interessant ist, mit einem offenen Kopfhörer mal gegenzuhören, weil man natürlich auch ein bisschen mehr die Physik des eigenen Kopfes nutzen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die beim Mix nicht uninteressant sein kann. Weil bei geschlossenen Kopfhörern hat man oft so das Gefühl, die sperren mich irgendwie ein. Also das führt zum einen dazu, dass die unangenehmer zu tragen sind. Viele können da nicht über mehrere Stunden mit arbeiten. Aber die offenen Kopfhörer, da soll es auch voll die Unterschiede bei diesen ganzen Systemen geben. Die geben einem so ein bisschen mehr dieses räumliche Gefühl, das dir dann ja auch dabei hilft einzuschätzen, wo sitzt ein Signal im Stereobild, ist der Hall in Ordnung oder ist es zu viel? Oder andere so. Luftdruckverhältnisse ganz natürlich. Klar, ne? Ganz klar, genau. Also ich kapsel mich nicht so ab. Das wird wahrscheinlich auch einer der größten Unterschiede unter anderem sein. Also Gewicht kann ich mir vorstellen, dann spielt eine große Rolle. Mhm. Wir müssen uns ja vorstellen, wie wäre das jetzt? Tragekomfort so über 2-3 Stunden ist bestimmt eine spannende Frage. Verschiedene Technologien sind natürlich dann auch dabei vom Treiber her und dann natürlich auch verschiedene Preisklassen, wo ich mir zum Beispiel die Frage stelle, tut's das wirklich? Reicht der 300-400 Euro Kopfhörer oder muss es dann irgendwie so die 2000 Euro Allround-Maschine sein? Und da sind ja wir zwei genauso Novizen wie die Zuschauer. Ja. Weil ich jetzt, außer die gesehen zu haben, noch nicht reingehört habe. Am besten fangen wir mal mit irgendeinem an. Genau. Also wir haben den hier jetzt mal als erstes verkabelt. Das ist so ein Sennheiser, der 660S, 650 ist im Moment unterwegs, genau. Magst du starten? Ist also auch so ein offenes System, relativ schlank. Ich finde den unspektakulär, erstmal so von der Optik her. Ne? Also startest du mal? Genau, dann hauen wir mal ein bisschen Musik drauf und dann hören wir einfach mal rein. Wir haben natürlich hier einen Kopfhörer-Vorverstärker aufgebaut, dass wir mal so ein bisschen in Ruhe reinhören können. Ja, dann hören wir mal. Sehr leicht, also leichte Bauweise. Bekannter Song. War schon sehr aufgeräumt. Ja. Wow. Nimmt man schon eine schöne Verteilung wahr der Instrumente. Klingt auf dem Ohr schon so, wie die letzten 40 Jahre der Song schon geklungen hat. Ach, krass, ne? Das ist so, also wirkt auf mich, als gäbe es keine Überbetonung von irgendwas. Man hat den Song wahrscheinlich schon auf 100.000 verschiedenen Anlagen gehört. Mhm. In Diskotheken, bei der eigenen Hi-Fi-Anlage, bei Freunden zu Hause. Das spiegelt gerade irgendwie anscheinend so die komplette Summe meiner Erfahrungen wieder. Ich höre alles noch besser als je zuvor. Schöne räumliche Verteilung. Finde auch, dass er noch klarer in den Mitten ist als ein DT770, der manchmal ein Ticken nasal sein kann, untenrum ein bisschen gedrückt, also schon der erste Eindruck ist echt super. Vielleicht hörst du auch mal rein. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ist, aber interessant fand ich auch gerade, dreh mal nochmal auf, wir haben hier den lustigen Kollegen sitzen, wie laut die halt auch im Verhältnis sind. Also mach mal so, du hattest den so ein bisschen lauter. Na, kommt natürlich viel draußen was war. An. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so im Video hören kann, aber es ist halt schon viel. Ja, also auch das so im Verhältnis.
Ja, nur um das auch mal so einfach in den Raum zu stellen, also zum Recorden mit einem empfindlichen Neumann oder so, wäre das jetzt wirklich definitiv nichts. Also das muss man Übersprechungen auf dem Mikrofon. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich finde den halt super leicht. Das ist auf jeden Fall cool. Hör ich auch mal rein. Ja. Der Raum ist gut, ne? Aber so ein bisschen Bass betont, bassmittig ist er schon, ne? Also du kannst die Stimme super ordnen, du kannst die Instrumente gut ordnen, aber ich hätte es mir jetzt ein bisschen dreidimensionaler vorgestellt. Also er kommt schon so ein bisschen, ist ja klar, ne? Du bist ja nicht im jetzt Raum. Jetzt komme ich aus einer anderen Generation. Ja. Für mich ist das schon ein ganz toller dreidimensionaler Klang. Ich komme aus den 80ern, da hatten wir ja nicht so gute Kopfhörer wie heutzutage. Vielleicht liegt es daran, dass ich sofort so für mich eigentlich schon so einen qualitativen Akzent gesetzt habe. Wenn ich ihn jetzt vergleiche mit den ersten Walkman-Kopfhörern, die man so hat, ich weiß genau, was das war. Sony. Wahrscheinlich irgendwas in der Richtung. Die waren natürlich bei weitem nicht so offen. Vor allem hatten die nicht so ein Bassfundament. Ich fand den Bass jetzt sehr gut. Du hast ihn sehr gut orten können. Ja. Die Tiefmitten vielleicht ein bisschen fast schon so ins Richtung, dass sie so ein bisschen reinmatschen, könnte man sagen. Also ich könnte mir das jetzt super vorstellen, um einzelne Signale aufzuteilen. Mhm. Ist super beeindruckend, wie klar die Stimme sitzt. Also wirklich sehr, sehr zentriert in jedem Fall. Obwohl sie gar nicht laut ist. Nein, gar nicht. Ne? Aber also, es war jetzt auch nicht laut. Ich meine, wir haben schon auch innerhalb des Mixes. Der Mix steht ja für sich, das ist völlig klar. Finde ich auf jeden Fall spannend. Und vor allem ist halt wirklich, das Ding wiegt nichts. Du hast das Gefühl, du kriegst trotzdem alles mit, ohne dass du jetzt aber auch von außen irgendwie das Gefühl haben musst, da kommt jetzt super viel von außen rein. Also klar, schließt du nicht ab wie so ein Noise-Canceling-Kopfhörer oder so. Mhm. Man müsste vielleicht auch mal den Feldversuch machen, ist Mischen in der Bahn damit wirklich möglich? Ich glaube eher, das Aussortieren von Spuren wäre damit ganz gut möglich. Aber dann tatsächlich mischen dann doch in einer ruhigeren Umgebung. Aber auf jeden Fall ein Topseller, ne? Also ist auf jeden Fall ein Kopfhörer, der... Und der Preis liegt der viel unterwegs. Da müssen wir ein bisschen spinksen. 335, das ist also einer der günstigeren Kopfhörer tatsächlich. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also stell mal einfach mal die Frage, würdest du 335 bezahlen für einen Kopfhörer, der dir so ein Schweizer Messer sein könnte? Also wenn ich anfange, darüber nachzudenken, über 300 Euro für einen Kopfhörer auszugeben, mit dem ich mischen kann, würde ich mir auch teurere anhören wollen. Ich denke auch. Und das ist eigentlich schon der nächste Step zum nächsthöheren Modell, glaube ich. Ich denke auch, bevor wir ein Fazit ziehen, das ziehen wir, denke ich, am Ende unseres Tests. Aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Ne? Also es war auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, ja, Kopfhörer halt. Also es war schon eine Etage über dem vermeintlichen Klassiker. Auf jeden Fall. Auch was anderes als so ein Sony MDR 7506, auch seit 20 Jahren am Start, von DJs geliebt, fett im Bass. Damit kann man auch Recordings machen, ja. Aber liegt auch so um die 120, 130 Euro. Ja, genau. Das ist schon eine andere Liga gewesen gerade. Aber dann bleiben wir mal noch so ein bisschen in der Liga. Switchen mal rüber. Song bleibt selbstverständlich der gleiche. Wir wollen es ja so ein bisschen auch gegeneinander hören. Und gehen einfach mal zu der Konkurrenz, zu Shure rüber. Ich habe ihn jetzt in der Hand. Ein bisschen schwerer, witzigerweise. Und auch ein bisschen dicker. Nimmst du nochmal in die Hand. Mhm. Fühlt sich noch ein Ticken stabiler an. Mhm. Das war so ein bisschen plastikhafter vermeintlich. Okay, ja, spannend. Also durch die vermeintliche Minischwere mehr. Was sagt das Datenblatt? Das Datenblatt? Was die Frequenzen mal betrifft. Da steht ja meist immer genau, wir 20 haben uns bis 20.000 Hertz. Also der wird angegeben mit 10 bis 41.000 Hertz. Und hier soll es jetzt noch ein bisschen weiter runtergehen. 5 ist die Untergrenze. Das muss man natürlich so ein bisschen überlegen, was hört der Mensch? Elefanten hören 5 Hertz. Genau, aber bist du ein Elefant? Ist der Produzent per se ein Elefant? Das ist so ein bisschen schwierig, halt immer diese Angaben. Aber der soll jetzt noch weiter runtergehen. 5 bis 40.000 wird der angegeben. Diese Angaben weisen ja meist darauf hin, dass sie eben nicht vorher irgendwie abknicken oder dass die Lautstärke, dass die Dynamik früher sozusagen zur Neige geht, sondern dass man versucht, bis zum geht nicht mehr im Prinzip die Leistung oder das komplette Frequenzband einfach aufrechtzuerhalten. Das wäre für einen Referenzkopfhörer wichtig, ne? Dass man sagen kann, selbst wenn es noch darüber hinausgeht, also denken wir mal an eine Delay- oder Hallfahne, die im hohen Bereich irgendwo rumsuppt, ist die noch da und wo fällt die ab? Und auch untenrum. Und wenn der Kopfhörer jetzt sehr früh schon abschneiden würde, also nur von 20 bis 20.000 Hertz gehen würde, was ja so eigentlich so das
das ist, was wir tatsächlich wahrnehmen können. Kann es natürlich sein, dass du bestimmte Dinge einfach von den Impulsen her oder von der Menge her nicht übertragen kannst. Ne? Das macht dann wieder den Referenzpunkt aus irgendwo. Ne? Also das ist schon interessant. Ist jetzt auch ein dynamischer Kopfhörer. Mhm. Ja, also, hör doch mal rein auf jeden Fall. Bis nochmal. Bassbereich, ne? Mhm. Muss mehr Kimme geben. Ah, interessant. Ich würde sagen, er ist etwas kristalliner. Schön ausgedrückt. Ich versuche es mal in anderen Adjektiven zu packen. Ich würde sagen, dass er ein bisschen mehr Lautstärke haben darf. Ja, das kam auch hier draußen rüber. Also der war auch jetzt hier leise, ein bisschen mehr fordern. Und hatte gefühlt mehr Fische im Netz. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Mehr Klanganteil, nicht ganz so luftig. Vielleicht ein bisschen aufgeräumter? Oder würdest du gar nicht mal unbedingt sagen? Nee. Ist sogar vielleicht eher noch nicht verschwimmender, aber doch vielleicht verkittet oder verklebt noch mit den anderen Musikanteilen, mit Gitarre, dem Shaker, das Schlagzeug, die Vocals. Echt erstaunlich. Ich würde sogar sagen, er liefert mehr Informationen. Ach krass. Mehr Klanginformationen. Ja, lass mal reinhören. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine spannende Aussage. Ich finde, wie gesagt, leicht, aber schwerer als der andere auf jeden Fall. Ja. Hören wir mal rein. Na, muss auf jeden Fall lauter. Mehr geben, ne? Mhm. Kurios. Ja, ne? Also für mein Gefühl ist der witzigerweise, das ist jetzt ganz absurd beschrieben, aber von der Ortung der Instrumente ist der weiter auseinander. Ich hatte das Gefühl, der ist viel härter links, rechts als der vorherige Kopfhörer, als der Sennheiser. Braucht auf jeden Fall mehr Dampf, wird dann aber obenrum auch ein bisschen crisper, das Gefühl ich auch. Also die Snare war mehr da, die Hi-Hat war auf jeden Fall deutlicher da, die konnte ich auch viel genauer lokalisieren, die war räumlicher. Untenrum fand ich den Bass aber, also es ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja, aber irgendwie doch nicht so komprimiert, dass du irgendwie so das Gefühl hast, der schiebt. Mhm. Das ist natürlich bei Lautsprechern vielleicht auch leichter, könnte ich mir vorstellen. Weil hier fehlt natürlich mal, wir haben eine Membran drin, aber irgendwo fehlt natürlich jetzt gegen so einen, keine Ahnung, ein 10 Zoll Zappen vor dem Fläche, du hast, so fehlt natürlich Fläche. Und wie viel oben hat der Widerstand? Der müsste eigentlich einen größeren Widerstand kurz haben. Müssen wir kurz schauen. 65 Ohm, genau. Mhm. Ja, das macht natürlich Sinn. Der Sennheiser, den haben wir die Daten hier, 300 Ohm. Also das merkt man natürlich dann schon. Der Sennheiser hat einen 300 Ohm Widerstand und der 65. Ja. Aber den müssen wir mehr pushen, dass mehr kommt. Ist eigentlich ein bisschen absurd, ne? Ja, irgendwo schon. Das ist ein bisschen irreführend für mich. Gut, aber die haben ja auch ihre Unterschiede in der Auslegung der Dezibelleistung. Vielleicht liegt es auch an der Größe der Membran, die verbaut ist. Dass wir hier trotzdem mehr Kraft brauchen. Genau. Das macht natürlich, also das ist halt einfach, und du hast natürlich dann wirklich auch der Treiber, der drin ist. Ne? Also ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber dass es tiefer runtergeht, würde ja im Prinzip deiner Interpretation entsprechen. Ne? Also er ist da, er ist präsent, aber nicht überbetont. Nicht überbetont, genau. Vielleicht neutral. Und jetzt geht der Geschmack halt los. Ne? Ähnlich wie bei den Lautsprechern, wenn wir jetzt mal so ein bisschen an den Kunden denken, an den Verkauf denken, an den Geschmack denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese beiden nur zur Auswahl hätte und ein Kunde würde mich fragen, ich mache mehr Hip-Hop, mache mehr Elektro, also irgendwas, wo Subbässe eine Rolle spielen, würde ich, glaube ich, eher auf den Schur in dem Fall gehen, weil der einfach so ein bisschen mehr noch aufgeräumt ist untenrum. Ja, aber auch
zeigt. Also es geht ja auch, wir reden ja auch so ein bisschen über Referenz, geht ja nicht nur um Audiophaberei. Genau. Wir wollen ja sezieren können. Ja, und da würde ich, glaube ich, für das Gefühl sagen, dann geh lieber Kunde auf diesen Kopfhörer, weil da hast du vielleicht ein bisschen mehr Daten, ein bisschen mehr Info, hast du auch gesagt, mehr Informationsreichtum, News, um einfach irgendwie deinen Mix einschätzen zu können. Ist es auch preislich eine höhere Etage? Ein bisschen. Also wir sind nicht wirklich viel teurer. Da liegen wir jetzt bei 479. Also okay, ein guter, knapp 150 Euro drauf. Genau. Ist schon eine Ansage. Ne? Klar, also das ist einmal ein DT 770, den du halt quasi mehr bezahlst. Ne? Finde ich aber, lohnt sich. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich kenne auch den 770 sehr gut, habe den bei mir im Studio selber im Einsatz für Recording und so und mache auch witzigerweise aus Faulheit oft. Wenn du schnell nach dem Recorden irgendwie noch ein bisschen editieren willst, stöpselst du den halt auch dran. Ein Premix und, machen schnell. Der ist echt sehr crisp im Verhältnis. Also ich habe da bei dem ist eine, die 250 Ohm Variante. Der ist sehr harsch, wenn du den laut fährst irgendwann. Da fand ich den hier jetzt viel angenehmer, obwohl man den wirklich ein gutes Stück mehr prügeln musste, dass da irgendwie Power kommt. Mhm. Ne? Definitiv. Also ich bin jetzt schon begeistert. Sehr können wir schon an der Stelle ein bisschen aufräumen mit den Vorteilen. 300 Ohm oder hohe Ohmzahl mehr Power haben müssen, aber besserer Sound. Niedrige Ohmzahl mehr Lautheit, aber nicht so gute Klanglichkeit. Können wir eigentlich an der Stelle schon mal irgendwie... Ja und nein, weil wir müssen natürlich auch bedenken, wir hören jetzt hier auch auf über ein relativ leckeres System, über ein SPL-Phonitor, der natürlich auch wieder seine Magic dazu liefert. Kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren. Also es ist nicht ganz repräsentativ. Aber wir können natürlich jetzt nicht alle Settings abbilden. Wir wollen heute viele Kopfhörer hören. Wir wollen vor allem High-End-Kopfhörer hören. Genau. Deshalb können wir jetzt nicht irgendwie einen billigen Preamp nehmen. Aber der liefert natürlich auch wieder ein anderes Signal als jetzt ein günstiger Fame-Kopfhörer-Vorverstärker oder der Laptop direkt oder beim irgendwas. Interface, der Headphone-Output. Ja. Also da muss man schon so ein bisschen abwägen. Ey, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Lass doch mal auf den DT aus der Familie gehen. Wir haben über den DT gesprochen und jetzt ist das eigentlich so, dass... Weil den hört und sieht man auch arithmetisch echt viel. Ne? Also das ist bevor ich hier alles abbaue, das ist der berühmte 1990er, berühmt deshalb diese DT-Serie, die verkauft sich wirklich ganz, ganz von alleine, weil es halt einfach ein Klassiker ist. Man sieht die viel, der hat die klassische Optik, nur gegen den 770er in der geschlossenen Form, der einfach so eine Hartplastik-Chassis-Verschalung hat. Ist das aus Metall, ne? Ist das hier aus Metall und wir haben hier ein paar Öffnungen drin. Und ich finde den auch ein bisschen wertiger direkt verarbeitet, muss ich sagen. Leder hier, der Bügel? Also genau, fass mal an. Mhm. Auch vom Velour her fühlt er sich ein bisschen anders an. Das Kabel ist super wertig, wo ich es gerade in der Hand habe. Das ist auch so eine Sache, das war bei den anderen auch so. Wir können das tatsächlich auch abnehmen, ne? Das ist bei den anderen auch. Aber hier ist es eine einseitige Kabelführung, ist auch ein bisschen praktischer. Ja, hat Vor- und Nachteile, ne? Also da stimmt, das ist vielleicht auch, ich stecke ihn schon mal kurz drauf, dann können wir mal gerade bei den. So, was sind jetzt hier links? Kollegen links gucken. Ist immer Kabelführung, ne? So ist recht. Genau, ja, stimmt. Verstöpselt können die alle werden, ne? Aber vielleicht noch wichtig, ganz kurz habe ich nämlich gerade auch gesehen, da wird man auch häufig gefragt, bei den, das ist ein XLR-Anschluss. Die haben alle verschiedene Systeme Mini-XLR, aber mit Arretierpunkt. Das ist nicht unwichtig, weil das ganz oft nicht einfach rausziehen könnte lässt, der sonst, wenn ich irgendwie am Kabel stehen bleibe, rausfliegen. Also das finde ich schon clever gemacht auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hierbei, wie bei allen anderen Modellen aus der DT-Serie, alles als Ersatzteil auch gibt. Ne? Ja, also wenn irgendwann die Velour-Polster kaputt gehen, neue drauf. Also die kannst du ersetzen. Du kannst auch teilweise den Leder- oder Kunstlederbezug oben ersetzen. Du kannst natürlich das Kabel tauschen. Es sind auch im Lieferumfang in der Regel immer noch verschiedene Varianten dabei. Also die gute alte Spirale. Ich sehe gerade Übertragungsbereich 5.000 bis 40.000. Genau, der geht also richtig hoch und richtig weit runter. Da sind wir mal sehr gespannt. Offene Bauweise. Fies. Man fühlt sich ein bisschen wie zu Hause. Man kennt diesen Griff, auch die Spannung. Ja, das ist auch gerade. Das ist schon fast so wie die letzten 20 Jahre. Und auch der Sitz ist super. Das ist voll bequem. Ja, hör mal rein. Auf jeden Fall leise hier draußen. Ach du liebe Zeit. Also, Entschuldigung, da gibt es Frequenzanteile, die ich vorher noch nicht wahrgenommen habe. Hammer, das ist jetzt, kommen wir langsam. Also bei der Snare. Die habe ich so nie gehört. Die habe ich einfach so nie gehört. Die klang auch hier draußen gerade präsenter. Also der Song fing an und ich dachte so, es ist ein bisschen leiser als eben, aber die ist irgendwie Das ist nicht die Snare, die ich von Anlagen kenne. Ach,
krass. Das ist echt erstaunlich. Zum Tragekomfort muss ich noch was sagen. Mir gefielen die anderen beiden besser. Das ist gerade so ein bisschen Spack am Ohr. Okay, ja. Aber klanglich ist das abgefahren. Also das in den Mitten ist wirklich erstaunlich. Und auch interessant, weil ich nehme jetzt mal davon aus, du hast den 770 wahrscheinlich auch schon oft getragen. Also ja, klar. Trotzdem jetzt nach den beiden, nach die den größer beiden, sitzen. Ja. Interessant. Größere Muscheln. Also ich habe jetzt keine Elefantenohren oder so, aber war das angenehmer? Krass, ist schon eine schwerere Kiste. Ist schwerer, ja. Ja. Also steht da eine Grammzahl drauf? Ja, ich habe eben schon mal heimlich geschaut. Der Sennheiser wird mit 260 angegeben. Mhm. Der Shure mit 268, also gibt sich nichts. Das Gefühl hatte ich auch, obwohl ich auch so sagte, der Shure ist ein bisschen schwerer. Ob ich jetzt wirklich 8 Gramm fühlen kann, ist, glaube ich, vielleicht ja, aber ein bisschen hier kommt der Metall dazu. Aber hier bist du halt direkt bei 370 Gramm. Ja, und das merkst das du. Das ist schon... Ja, das ist schon spannend. Einiges. Ne? Also da höre ich jetzt auch mal direkt rein. Oh, der schließt auch mehr ab, habe ich das Gefühl. Ne? Also, ich gebe dir mal weniger. Hammer. Wahnsinn, ne? Anderer Song. Hammer, das klingt völlig anders. Das klingt anders. Total anders. Als wäre... Unglaublich. Also ich will dem Kopfhörer auch nicht Unrecht tun. Und es ist ja wirklich auch eine ganz subjektive Sache. Das muss man natürlich betonen. Also es ist ja nur unser Versuch, genauso unvoreingenommen an einen Test zu gehen, wie jeder Kunde das natürlich auch gerne jederzeit bei uns hier im Laden machen kann. Hat sie so ein bisschen so ein... Für mein Gefühl, so ein bisschen so ein so ein bisschen so ein Tuch über allem. Also er war jetzt nicht so präsent, aber nicht, wie soll man das beschreiben? Er war nicht so präsent wie die anderen beiden, ohne dass es jetzt an Präsenz gemangelt hätte. Mhm. Es war also eine Überbetonung, oder Überbetonung ist auch zu viel. Auf jeden Fall eine höhere Betonung auf den Tiefmitten und so ein bisschen den Bässe würde ich nicht als überbetont darstellen. Aber es war irgendwie so ein bisschen mehr, ich glaube, das ist auch das, was die Snare anders dargestellt hat, da waren mehr... So ab 500 Hertz, 400, 300 Hertz, irgendwo in dem Bereich war mehr Anteil dabei. Also das deutlich mehr den Bauch der Snare gehört. Untere Mitten, ja. Bei den anderen war es mehr so, der obere Teil, der Attack war da. Genau. Also für die Transienten das war nicht besser. Kristallin, ja. Genau. Das hat er nicht, harte Kanten, aber trotzdem natürlich auch irgendwie schön. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mal ganz dumm gesagt, Glas Rotwein, das Lieblingsalbum, den hier aufsetzen, ist er natürlich nicht so crisp. Dadurch aber wahrscheinlich über so eine schöne, ich höre mir ein Album in Ruhe an. Rotwein ist auch nicht gut. Crisp. Ja, da muss ja einen Silvaner nehmen oder, oder ein Riesling. Ja. Es muss zum Kopfhörer passen. Das wird die nächste Geschichte wird der passende Rotwein zum Kopfhörer. Nee, da machen wir aber auch ein Video drüber. Ja. Genau, das wird das Folgevideo. Nee, aber da sind wir uns einig. Also nicht schlecht. Mhm. Nicht schlechter, auf gar keinen Fall. Nee. Aber auf jeden Fall mehr Anteil im Tief-Mitten-Mittenbereich. Also ich würde den auch als mittiger bezeichnen. Aber bei jedem Instrument. Ja, bei jedem Instrument. Also der Bass klang anders, die Gitarre war anders. Noch was dazu. Richtig, richtig. Aber die Stimme wird dadurch auch irgendwie anders angenehm. Also nicht, dass die anderen beiden jetzt irgendwie gesägt hätten, keinesfalls. Nee. Aber hier war es auf jeden Fall... Die Nase geht weg. Menschlicher. Die Nase geht weg. Du bekommst einfach ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Volumen. Mhm. Was an der Bauweise liegen könnte. Also der hat jetzt auch relativ viel Power gebraucht, 250 oben auch. Mhm. Dass er angetrieben wird, ja. Er schließt mehr ab, das war mein Eindruck, als ich ihn aufgezogen habe. Also auf jeden Fall geschlossen. Sagen wir mal so, das ist die Spannung des Bogens da oben. Also ich fühlte mich schon ein bisschen im Schraubstock. Ja, das kann sein. Aber wenn man, also ich finde schon, dass er irgendwie, wenn ich jetzt hier spreche, empfinde ich mich auch leiser, ohne dass Musik drauf ist, als wenn ich den Schuh oder den Sennheiser anziehe. Ne? Die sind auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr... physikalische Räumlichkeit könnte sein. Ob die gut oder schlecht ist, ist wieder schwer zu beurteilen, ein Stück weit. Ne? Weil für den Sound fand ich den jetzt gut. Aber auch hier, dritte Stufe, informationsreicher. Ne? Wir haben all das, was wir bei den anderen auch hatten. Und es kommt aber noch etwas dazu. Ganz genau. Ja, das kann man so festhalten. Also wir hatten jetzt von Info zu mehr Klarheit, zu mehr Wärme, Bauchigkeit. Mhm.
Die spannende Frage ist natürlich, das muss der Zuhörer auch bedenken, was wäre, wenn wir die Reihenfolge anders gemacht hätten? Ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt jetzt mit dem, was wir gerade gehört haben, so ist wie bei Studiomonitoren, wo ich oft Gespräche darüber habe, egal wofür man sich letzten Endes entscheidet, man wird sich am Ende halt irgendwie... einhören müssen, ne? Exakt so ist es. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die kann der Test auch nicht ersetzen. Also völlig klar. Aber es ist ja okay. Also man braucht eine Reihe von Referenztracks. Man hat ja eigentlich öfters Kopfhörer auf, auch im alltäglichen Leben, als dass man Monitore mit rumschleppt und irgendwo hinstellt. Ja, und deshalb, da übt man wahrscheinlich sich besser ein auf lange Sicht als bei den Studiomonitoren. Vor allem, du kannst es mitnehmen, weil ich denke auch immer wieder, wenn ich in einem anderen Studio bin, da stehen andere Monitore, du bist nicht darauf eingehört, du kennst den Raum aber nicht, dann fällt es dir schwerer zu mischen. Und wie gerne nimmt dann der Engineer am Ende das Material mit zu sich in seine gewohnte Umgebung, mischt da und das fällt dann vielleicht zumindest teilweise oder vielleicht sogar ganz, wir haben ja noch ein paar Kopfhörer zu hören, weg durch diese Geschichte, ne? Dass man sagen kann, ich habe zumindest meinen Referenzkopfhörer gefunden und kann besser beurteilen. Und selbst wenn das Studio A die gleichen Lautsprecher hätte wie das Studio B, wäre es ein anderer Raum. Ja, auf jeden Fall. Und beim Kopfhörer hätte man doch zumindest immer eine inhaltlich-technische Synchronizität. Ja? Das ist echt irre, ne? Also, hätte ich nicht gedacht. Also so, was kostet der? Hoffentlich wird das jetzt nicht noch schlimmer nach oben. Naja, wir gehen so ein bisschen höher und wir sind jetzt hier bei, lass mich kurz gucken, 433 müsstest du hier aufwenden. Mhm. Aber immer noch ein bezahlbarer Bereich, würde ich sagen. Ne? Also ich meine, das heißt, der Shure war ein bisschen teurer mit 479 Euro. Mhm. Wir bewegen uns also immer noch hier in so einer Vergleichsklasse. Jetzt machen wir mal was Verrücktes. Ich habe nämlich gerade schon eine Zahl gesehen und wir gehen aber bewusst in eine andere Liga. Wir gehen jetzt mal auf den AKG. Auch ein Topseller, auch ein Kopfhörerhersteller, den, glaube ich, jeder kennt. Das ist nicht eine andere neue Stufe, das ist eine andere Treppe eigentlich. Ja, genau. Von dem, was der kostet. Der kostet nämlich das Doppelte. Der 812er oder der 872er? Der 812er, der kostet das Doppelte. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob man das merkt, ob man das hört, woran wir das festmachen können, ob wir das bezahlen würden, wenn wir könnten. Also das ist jetzt ein Hörer, den wir... Vom Style, von der Modellbeschreibung, ne? AKG K, du kennst noch K, den 240er, ja, natürlich, klar. Für einen Huni oder 89 Euro, 99 Euro, das waren über, Tobi zeigt gerade noch einen raus, ja. Klassiker seit 20 Jahren, auch vom Design sind sie sich alle so ein bisschen ähnlich, ne? Ich denke auch gerade, ne? Ist irgendwie... Kennt man, hat man schon große Mal gesehen, ne, große Muscheln. Ist auch interessant, weil wenn ich hier reinschaue, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so ein bisschen einfangen kann, da ist irgendwie viel mehr Platz drin. Also bei den anderen hast du viel Velour, viel Gedönse und dann siehst du irgendwie nichts. Das ist halt so Stopp vor der Membran und hier ist echt viel Platz. Also auch gespannt. Platz für Luft, die bewegt werden kann. Das Ohr ist vielleicht nicht ganz nah dran. Das wäre vielleicht so eine Räumlichkeit tatsächlich dazukommt. Also, boah, das ist schwer. Also von Biodynamik hier hin ist es schon eine andere Klanglichkeit. Das würde ich tatsächlich so vergleichen wollen. Schon fast so unterschiedlich wie eine Blondine und eine Brünette. Mhm. Das hat noch mehr Klarheit. Es ist noch ein Ticken, nicht härter, es ist brillanter, ohne nasal zu sein. Mhm. Okay, Nasalität, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Thema sein könnte. Ja, das ist schon, also da brauche ich jetzt mal eine zweite Meinung. Das ist was anderes als der Biodynamik, dem wir so Wärme und Rundheit zusprechen könnten. Und das ist so ein kalter Spiegel. Ist aber auch schwer, ne? Das merkst du auch. Also ich finde es aber krass,
im Verhältnis zu dem Biodynamic jetzt gerade vorher. Er hat auf jeden Fall nicht diese Crispiness, wobei auch da so ein Erfahrungswert langsam durchkommt. Crispiness wird oft schnell interpretiert. Also man ist da oft so satisfied, weil man halt einfach hohe Anteile mit drin hat. Also sobald es da oben rum zizzelt und sich denkt so, oh geil, ist da repräsentiert. Mhm. Hier ist es nicht so extrem, aber dafür für mein Ohr viel aufgeräumter. Volles Rohr, nicht? Und was ich richtig beeindruckend finde gegenüber dem Biodynamic, der ist schwer, er schließt auch irgendwo ab. Ich habe mehr das Gefühl, Raum für mein Ohr in diesem Korb zu haben, in dieser Muschel. Komfortabel. Aber die Vocals, die Backing-Vocals saßen sowas von krass links und rechts, was ja auch ein bisschen an der Aufnahme liegt, die wir hören. Was man vorher nicht so wahrgenommen hat. Was man vorher nicht so wahrgenommen hat, dass ich fast das Gefühl hatte, sie seien hinter mir, also das räumliche Gefühl. Ich hatte hier mehr das Gefühl, ich kenne das noch von alten Beatles-Aufnahmen, die ich früher auch viel über Kopfhörer gehört habe. Mhm. Ich stehe mittendrin und die Band ist um mich herum so ein Stück weit. Das ist irgendwie geil. Also finde ich jetzt zum Musikhören schon mal sensationell. Aber es ist ein kalter Spiegel. Es ist ein kalter Spiegel, der komprimiert so ein bisschen. Also ich glaube, hier bin ich schon eher dabei zu sagen, gib mir alle meine Beatles-Alben, wieder das Glas Rotwein, ich setze mich in meinen Sessel, mega. Du bist in deiner Welt, du tauchst ein. Ich würde mich wieder fühlen wie, keine Ahnung, 12, als ich so in diese Welt eingetaucht bin, volle Kanne. Ob ich damit jetzt aber im Studio das Ergebnis erziele, das ich vielleicht auch schon mit den anderen erziele, weiß ich gar nicht so genau. Weil diese Kompression, die er so ein Stück weit hat, die ist natürlich für... Ist es eine Schönung? Ist es verschönernd? Vielleicht. Also ich kann es ja nicht so genau beurteilen, weil die anderen waren auf jeden Fall... Die anderen waren vielleicht ehrlicher, vielleicht brutaler in der Abbildung, wo Frequenzen sind und wie sie sind und wie sie repräsentiert werden. Und jeder unterschiedlich, das können wir jetzt beim vierten Kopfhörer definitiv festhalten. Aber hier habe ich das Gefühl, es war schon durch diese, was ich mit Kompression meine, ist ja so ein bisschen wie der Summenkompressor beim Mastering. Ich habe da alles, aber ich packe jetzt zur Sicherheit noch mal so ein bisschen Glue oben drauf, trümmer alles zusammen. Die Ortung ist besser. Also es ist geschliffen. Es ist geschliffener, ne? Genau. Also alles ist portioniert und alles Überstehende ist sozusagen eliminiert. Also simpel gesagt, ich glaube, wenn ich hier jetzt in meinen Rohmix reinginge und würde den DT hören und danach den hier, würde ich dann sagen, oh geil, ich bin fertig. Tendenziell eher als bei dem DT. Was ich jetzt nicht als Vorteil unbedingt sehe. Also wie gesagt, nochmal zum Verständnis. Musik hören, ja. Mischen wäre ich jetzt überfragt. Da würde ich, glaube ich, das Gefühl haben, der andere ist ehrlicher zu mir. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo die Bändchenhochtöner bei den Monitoren frisch kamen. Ja. Und alle gesagt haben, nee, also das überzeichnet zu sehr. Das ist ja viel zu sortiert und viel zu klar und deutlich. Also genau das Argument, was du hast, was eventuell dagegen sprechen könnte, weil es ja schon so klar und aufgeräumt ist, hat sich durchgesetzt. Bei den Studiomonitoren sind wir soweit. Ja. Wir haben so einen Treiber obenrum, weil der mehr Fläche abbildet. Wir haben das bei Adam Audio, wir haben das bei Eve, wir haben das bei Prisonus. Ja. Richtig, wir haben schon ganz viele, also es gibt noch ein paar mehr, ganz viele Monitore, die das jetzt nutzen, weil es doch hilfreicher ist, als es nicht zu haben und nichts zu hören. Also diese Idee... Punkt dafür. Ne, also ich darf sozusagen, oh, ich darf nicht zu hell machen, nicht zu viele Höhen reindrehen, weil es werden ja schon so viele abgebildet. Nein, nein, ich muss doch alles klar und deutlich sehen. Hier sozusagen eine audioskopische Variante. Ich muss alles klar und deutlich hören, um überhaupt beurteilen zu können, ob ich es leiser oder lauter machen kann. Ja, und auch hier würde er dafür sprechen. Ich habe einen Kopfhörer, der... sehr, sehr geil klingt, wenn ich Musik, fertige Musik, gemischte Musik höre, wäre ich aber auch schon wieder beim Stichwort im Mastering. Nutzt du ja heutzutage in beinahe jeder Software einen Referenztrack, der fix und fertig gemacht ist, reduzierst die Lautstärke, damit du ungefähr auf ein Level mit deinem Track kommst und versuchst, einen Referenztrack zu erreichen. Genau. Und da wäre der Kopfhörer hier wahrscheinlich wieder besser. Durch diesen Kopfhörer, also ich denke mal, ab dieser Qualität, hörst du erst oder erkennst du erst deinen vermeintlichen Gegner, und zwar den besseren Track, der besser gemischt ist. Das heißt, du lernst ja auch, die fremden Songs besser zu antizipieren und zu verifizieren. Ach ja, klar, an der und der Stelle muss das so und so klingen, und kannst das Wissen übertragen auf die eigenen Tracks. Nicht schlecht zu wissen. Also vielleicht, die anderen waren so Spiegel, sagen wir mal, vom Kinn bis zum Knie, wo man sehen konnte, man hat eine Jacke und eine Hose an. Ja, okay. Und der ist tatsächlich schon... Körpergröße. Porentief. Porentief? Ja, ja, ja. Um in der Begrifflichkeit zu bleiben. Es klingt gereinigt, aber da sind ja auch
die Songs oder der Song, den wir gerade hören, der ist gereinigt. Klar, müsste man jetzt mal Rohmaterial gegenhören, aber trotzdem interessant. Also ich würde jetzt auch so ein bisschen mich dazu hinreißen lassen, bei den Vieren, die wir jetzt gehört haben, zu sagen, in dieser 300-Euro-Region kannst du auf jeden Fall schon präzise arbeiten, sezieren. Gibt kein Scheitern an der Stelle. Gibt kein Scheitern. Die sind alle gut. Der DT gibt dir schon ein bisschen mehr Detailreichtum in dieser Klasse. Bis 480 Euro sind wir jetzt gegangen. Das, da war der Schuh der teuerste. Jetzt sind wir bei, ich muss noch mal schauen, 899. Also 900 Euro musst du hinlegen für dieses Gerät. Ist es aber, glaube ich, wert. Wenn ich jetzt mal rechne, was Monitore kosten, ich kann sie nicht mitnehmen. Mhm. Ich bin vom Raum extrem abhängig, fällt hier flach. Und ich habe ein Tool, das mir sowohl beim präzisen analytischen Arbeiten an Einzelspuren, bestimmten Frequenzbereichen sehr hilfreich sein kann, trotz einer Schönung, als auch ein Referenzkopfhörer, der wirklich seinem Namen dann auch gerecht wird, indem man sagt, ey, hier klingt gemischte, gemasterte Mucke räumlich geil, Frequenzverlauf wird super abgebildet und ich kann halt eben schauen, dass ich auch in meinem eigenen Mastering über Kopfhörer, wie geil ist das? Und du kannst ihn länger tragen als den DT. Da gehe ich auch von aus. Das ist noch angenehmer als bei dem Shure und dem Sennheiser. Puh, also wirklich krass, würde ich sagen. Also definitiv. Also jeder, der ein RME-Interface zu Hause hat oder ein Antelope oder irgendwelche hochpreisigen Interfaces, RME hier, Motu. So, über den AKG K812 muss ich Folgendes sagen. Bei der Markteinführung war ich auf der Musikmesse in Frankfurt. Ich würde schätzen, es ist 8 Jahre her oder 7. Und da kostete der 1500 Euro. Boah, krass. Und jetzt 899. Ist auch verkauft worden zu diesem Preis. Ja. Leute, die Kunden haben das sehr gut angenommen, eben um einen guten Referenzkopfhörer zu haben. Endlich mal einen, so, der in dem Markt da eingeschlagen hat wie ein, so ein Komet. Und jetzt kostet er 899. Das heißt, schon krass. Ne? Wir können jetzt da schon feststellen, wir kriegen die Qualitäten, der ist ja nicht schlechter geworden, kriegen wir jetzt auf einmal für 40% weniger Kohle. Das sehen wir eigentlich auch, diese Entwicklung bei den Studiomonitoren. Ja, also richtig gute. Vor 10 Jahren musstest du ja mindestens 1,5, 1,8 ausgeben. Ja. Mittlerweile von Adam, von Genelec, von Eve und so weiter. Prisonus kommen immer mehr gute Abhörmonitore, die fantastisch klingen für unter 1.000 Euro. Ja. Also ist das schon auch ein Hinweis darauf, dass dieser Markt in Bewegung ist und dass da noch mehr passiert. Und wenn wir jetzt da noch ein bisschen gucken, nach oben hin, da ist noch ein bisschen Luft. Ja. Da kommt gleich der nächste Kopfhörer. Du hast die Namen gut parat. Was ist das nächste Modell? Wir haben noch ein bisschen was. Also ich würde es genauso zusammenfassen wie du. Wir haben auf jeden Fall jetzt nach vieren schon, die Verwirrung ist groß. Die Überraschung ist, glaube ich, sogar besser gesagt als die Verwirrung. Ne? Also auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenkt. Ich merke auch, dass bei mir schon gerade wieder so losgeht, so zu überlegen, oh, das ist echt nicht unspannend. Vielleicht sollte man da auch selber definitiv umsatteln und da auch mit sich selber mal so ins Zusatteln, ja. Als würde man auf den Musikgaul einen zweiten Sattel draufpacken. Ja, aber vielleicht auch für jemanden, der halt keine Monitore zur Verfügung hat. Also ich finde es wirklich so, mein altes Engineering-Herz denkt natürlich so, ja, ohne Monitore geht nicht. Aber es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ey, ich will jetzt irgendwie Home-Recording. Und es gibt ja mittlerweile echt nennenswerte, fette Home-Recording-Produktionen. Natürlich sind die irgendwo nochmal gemischt und gemastert worden, keine Frage. Aber die ganze Vorproduktion findet ja heute wirklich teilweise in Schlafzimmern, in Jugendzimmern statt. Wir dürfen sagen, Billie Eilish, zum Beispiel. Ja, 4 Grammys, erste Platte zu Hause gemacht. Die haben nicht immer Monitore angeschlossen und laut gemacht, sondern hatten einen Kopfhörer, auf den die sich auch ein bisschen eingehört haben. Da ist dann vielleicht echt die Überlegung, ob sich das nicht sogar langfristig dann lohnt. So, wenn ich jetzt als Einsteiger budgetbetont irgendwie plane, so zu überlegen, gebe ich jetzt irgendwie 6, 7, 800.000 Euro für 2 Monitore als Anfang aus oder gehe ich vielleicht mit einem ähnlichen Betrag von 900 Euro dann auf so einen Referenzkopfhörer? Mietswohnung ist wie in meinem Fall Papa geworden, genau. Will ruhig sein, abends trotzdem ein bisschen Mucke machen, schneiden können und so weiter. Vormischen. Auf jeden Fall ein Thema. Kopfhörer. Ja, krass, ich bin gespannt, was das noch erwartet. Also wenn wir 900 Euro ausgeben, können wir vielleicht noch einen Ticken drauflegen und kriegen auch noch einen Ticken mehr? Ja, und da haben wir natürlich mehrere noch zur Auswahl. Ich würde deswegen vorschlagen, lass uns mal in den Focal reinhören. Auf jeden Fall absolute HiFi-Geschichte. Der hat so viel drumherum. Memory-Schaum liest du überall. Also super Tragekomfort, soll super leicht sein, soll der offenste Kopfhörer sein, sofern offen und offen. Das haben wir eben eigentlich auch schon gesehen, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Also würde mich jetzt mal brennend interessieren. Fabriqué en France. Ja, Gefertigt in Frankreich. Focal kennen wir auch von den Studiomonitoren.
Noch ein Ticken schwerer. Ja, hat schon ein bisschen Gewicht, ne? Ja. Also leicht kann man nicht wirklich sagen, aber ich merke schon, das ist cool. Das ist sehr, sehr schön, ne? Also es fühlt sich sehr wertig an, so irgendwas. Es fühlt sich halt so wie Kunstleder, so ein bisschen, also Wildleder, ne? Mhm. Und du merkst halt richtig, der gibt nicht direkt nach, so boing, sondern du hast ja wirklich so Memory-Effekt. Also egal, welche Ohren die ein wollen. Ein Ohrschmeichler. Toll, wirklich toll. Auch hier natürlich wieder gut gelöst, abnehmbar cool gemacht. Kabel, ja. Nicht schlecht, Herr Specht, auf jeden so, Fall. So, Kunststoff ist da kaum noch dran. Das ist alles Metall und Schaumstoff. Also sieht sehr, sehr wertig aus. Mhm. Sollte es auch bei der Preisliga, in der wir uns da jetzt bewegen. Was haben wir da? Da sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück höher. Da sind wir so bei 1200, 1300 Euro in dem Bereich. Ne? Ja, also das 1249. Schon eine Hausnummer, definitiv. So. Übertragungsbereich 5. Wir haben schon gehört, das funktioniert. Ja. Gefühlt, ja. Bis 54.000 Hertz. Noch höher. So, Fledermaus Philipp Godard. Da bin ich mal gespannt. Da wollen wir doch mal reinhören in den Kollegen. Bin ich mal gespannt, was da kommt, ob man das merkt. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hier umschalten. Ja. Alter Schwede. Also sagen wir mal so, wenn ich den Preis vorher nicht gehört hätte, wäre es besser gewesen, weil das ist so ein Kopfhörer, den setzt du auf und wir haben jetzt den Song viermal über vier verschiedene Systeme gehört und hier sage ich direkt, das ist er. Wo kriege ich die Kohle her, wo muss ich einen Kredit aufnehmen, was muss ich verkaufen, das ist brutal, das ist wirklich brutal. Also der, vor allem auch der Step, ich meine, wir haben jetzt gerade über 900 gesprochen, du sagtest schon, der war mal viel teurer. Mhm. Zudem dann nochmal gute 300 Euro drauflegen, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, bist du irre, aber das ist so räumlich, das ist so offen, das ist so angenehm zu hören und es ist nochmal, also crisp haben wir eben oft gesagt, es ist nicht crisp, aber es ist einfach mehr saubere Info da, ohne eine Überbetonung. Du hast wirklich das Gefühl, und du bist ja kein Messinstrument, aber von meinem Ohr und auch mit den Referenzen von dem viermaligen Hören vorher, läuft das irgendwie durch die gesamten Frequenzen durch, wie Butter im weitesten Sinne. Alles ist da, jede Information ist da, die Stimme sitzt, das Stereobild ist da. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte jetzt hier stundenlang dieses Teil tragen, weil auch der Sound so gut. Ich habe lauter gemacht, es wurde nicht wie bei anderen Kopfhörern brutaler, lauter, kiltig irgendwann oder komprimiert, sondern ich habe den echt ein bisschen jetzt gezogen. Mehr Informationen. Und nicht dieses Zumachen, Nase, Tuch drauf, was man so von anderen kennt. Aber hörst du das selber rein? Dass der Treiber so an Grenzen käme durch laut unfassbar, werden oder sowas, ne? Die müssen vielleicht nach vorne zeigen. Nach vorne zeigen, die, so. Die Stecker, genau. Aber hör wirklich rein, das ist sensationell. Ich bin begeistert. Noch eine Sache, extrem offen. Ich höre dich, Hammer, ne? Ich höre dich, es würde so... Schließ null ab, ne? Absolut. Ja, klar. Wow. Ich habe das Bild einer Körnung bei der E-Gitarre vor Augen. Ja, schöner Vergleich. Also man bekommt auf einmal Bilder visualisiert übers Ohr. Das schafft der Kopfhörer. Wahnsinn. Ist manchmal lauter. Wow. Und wenn man laut macht, es knallt nichts, es wird einfach nur fett. Ja. Aber nicht klanglich fett, sondern es drückt, ohne eine Delle zu hinterlassen. Exakt, ja, das war auch mein Eindruck. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe, ja. Über den Kopfhörer. Ja.
Das würde ich auch so witzigerweise unterschreiben. Und das Krasse ist ja, wir hören es ja wirklich jetzt zum ersten Mal so durch. Und diese Überraschung, ne, ist ja, also dass wir das jetzt auch beide irgendwie gleichermaßen sehen, ist ja, spricht definitiv dafür. Also es ist echt viel Geld. Ich will das nochmal betonen. Man hat natürlich so im Kopf Kopfhörer. Bei jedem Smartphone ist sowas in der Art dabei, bei meinem Rechner ist sowas dabei, ich geschlossen, nicht geschlossen, bin ich in der Bahn, der hat noch nicht mal Bluetooth, könnte man jetzt entgegnen und so, aber klar, ich meine, wir reden hier über was völlig anderes, wir reden über Zielsetzung, Hi-Fi, perfektes Abbilden von Frequenzen, nur, was wir eben schon festgestellt haben, die Idee bei dem AKG ging ja schon nach den drei Kopfhörermodellen davor, hin zu sagen, man kann hier sowohl sezierend und auch damit leben, dass vielleicht das eine oder andere überbetont wird, als auch mischen und mastern, wenn man Referenztrack verwendet, wenn man auf den Mix und Master von einer fertigen Produktion abziehen will. Und das ist hier natürlich noch mal auf ein anderes Level gehoben, weil, und das fasziniert mich wirklich am meisten, ich kenne das wirklich nur so, wenn ich bei mir Kopfhörer lauter mache, und man kennt das vielleicht auch selber beim Mischen, man wird müde, man arbeitet stundenlang, man ist Vocals am Editieren, man kennt das Schneiden, 20 Chorspuren, Atmer wegschneiden und du hast den Kopfhörer und machst lauter, lauter, lauter. Der komprimiert. Bei der Arbeit und Anwendung geht es nicht zwingend um Beurteilen von Frequenzen oder so, aber es ermüdet auch hier mehr das Ohr. Genau. Und hier habe ich das Gefühl, man der will Musik hören. Leise, du willst Musik hören. Man will und Musik wenn hören. Ich aber laut mache, was ja auch ein bisschen mit Spaß zu tun na, hat, klar. Dann prügelt dir einem nicht irgendwann so diese komprimierte Mischmasch-Sounds-Soße um die Ohren, sondern er liefert, also auch hier draußen, du hast lauter gemacht und man hörte die Stimme mit derselben Qualität, selbst außerhalb des Kopfhörers, weiter, weiter, weiter. Mhm. Das ist echt beeindruckend. Ich würde mich auch wirklich mal gerne mit den Herstellern unterhalten, wie die das wie machen, die das aber machen. Werden die uns vielleicht auch nicht verraten wollen. Also man sieht auch hier sensationell. Innen Boah. Drin nicht, also es geht schon weit. Hier ist ja so eine Art Netz. Also ja, es ist schon sehr viel, ich muss mal sagen, Raum. Raum, auf jeden Fall. Der natürlich auch noch erweitert wird, weil er nicht geschlossen ist. Genau, also das hast du auch direkt beim Aufsetzen gesagt. Ne? Du hast also viel mehr Räumlichkeit. Dadurch keine Ermüdung, dadurch bessere Ortung der einzelnen Signale. Die fand ich auch hier sensationell. Aber gerade dieses Lautermachen fand ich jetzt sehr krass, weil da finde ich im Verhältnis der AKG geht dann doch irgendwann auch nochmal so ein bisschen ins Komprimierte rein. Ja, der kippt und er macht etwas, was wir kennen vom Kopfhörer. Ja. Ist ja auch logisch, das ist ja klar. Also auch bei normalen, günstigeren Lautsprechern hast du das ja auch. Hm. Irgendwann drehst du die auf, die kommen halt in immer mehr Vibrationen. Grenzbereiche. Und irgendwann ist halt Sense, ist ja aber klar. Hier ist der Grenzbereich echt weit nach hinten verschoben. Und auf jeden Fall. Es macht wirklich Bock, noch weiter zu hören. Ich glaube, damit kannst du eine Stunde länger mischen. Auf jeden Fall, ja. Und überall relativ gleich. Also Wahnsinn. Hier wäre es vielleicht auch nochmal interessant, wie sich dann letztendlich die Umgebung nochmal auswirkt. Also ich kann mir jetzt das vorstellen, als Rezipient. Genau, oder auch wirklich jetzt hier das Extrembeispiel, Bahnfahrt oder so. Also wenn ich den laut machen muss, A, störe ich natürlich auch etwas mehr meine Umgebung, weil man hört natürlich bei offenen Systemen auch mehr nach außen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt hier eher das Ratatat der Bahn drin hat oder die Gespräche der Sitznachbarn oder so. Die Frage ist aber, ob man das wirklich zum Mischen nutzen sollte. Da kann, glaube ich, auch der Kopfhörer nicht wirklich mithalten. Aber Hotelzimmer, Nebenraum während einer Produktion mit mehreren Leuten, sich mal eben zurückziehen und schon mal an dem Song arbeiten, weiterarbeiten, safe. Finde ich super, finde ich großartig. Und ich komme ja noch aus der Zeit, wo man immer nur über Lautsprecher abgemischt hat. Ich könnte mir vorstellen, obwohl ich das tradiert habe, dass ich das damit könnte. Ja, ja. Obwohl ich nicht geübt darin bin, es mit dem Kopfhörer zu machen. Sondern es ist der Ansatz, ich höre noch mal gegen durch den Kopfhörer. Ja, ich weiß, was du meinst. Akzent liegt auf den Monitoren, auf den Lautsprechern. Da hole ich sozusagen meine Referenz. Und ich könnte mir hier vorstellen, dass wenn ich mein Leben ändern würde, das ist der wichtigste Imperativ, ändere dein Leben, mach mal was anderes, damit du noch mehr Informationsreichtümer bekommst. Ich könnte mir das mit dem vorstellen. Unterschreibe ich sofort. Ja. Ich glaube auch, damit kannst du... Hätte ich am wenigsten Probleme mit. Damit kannst du, denke ich, wirklich sofort anfangen. Also ich meine, gut, du musst den erstmal besorgen, musst bereit sein, dieses Geld auch dafür auszugeben. Aber ich will es nochmal so ein bisschen für die Zuschauer betonen. Wir beide haben das Gefühl, auch aus einer anderen Mixpraxis kommend, dass man damit am ehesten von den Modellen, die wir jetzt gehört haben, sagen kann, ich setze den auf und würde die Wette eingehen, gib mir einen Song, ich mische den. Nur hier rüber? Nur darüber, ohne Zweitabhören über und Monitor und ab, über gutes Boxen. Ergebnis. Und es klingt gut, das glaube ich. Doch, würde ich auch vom Empfinden her so sehen. Also müssten wir jetzt einen Test machen, müssten wir natürlich nochmal in Realität prüfen. Stellt mir aber dann auch die Frage, oder da kann der Kunde sich die Frage stellen,
Klar, 1300 Euro, viel Geld, aber für die Flexibilität plus der Gewinn, dass es auch zum Hören Tiere Spaß macht, plus vielleicht auf Dauer die Zeitersparnis, also auch unsere Profis ansprechend, mit dem Blick auf, ich kann länger an einem Projekt arbeiten, muss also nicht so oft wenigstens den Song, die Session ermüde wechseln oder so, ermüde nicht so schnell, ist ein Pro-Argument und natürlich dann auch das Argument, dass ich halt völlig flexibel wahrscheinlich arbeiten kann, mit der Zielsetzung für ein schnelleres Release. Und Hörbildung tatsächlich. Ja, ich glaube nicht, dass es immer so gute Wahrnehmungsmomente und Situationen gibt, wo man so detailliert über Lautsprecher das raushören kann, wie hierüber. Mit Sicherheit, ja. Der Schall ist viel direkter, weniger Reflexion, weniger Verbiegung. Ja, es ist ein direkter Weg. Es geht nicht nochmal um ein Einmesssystem, wo wir Frequenzen rausgelöscht haben, um das anzupassen an den Raum. Ja, und das ist auch aktuell, ist weil wenn du mal so alte Aufnahmen auch heute über so teure Kopfhörer hörst, beobachtet man ja oft Nebengeräusche, die mit aufgenommen wurden, wo man damals gesagt hat, ja, das versendet sich, wenn man es auf Band überspielen oder so, hört keiner. Auch über die Anlagen auf. Und das ist ja in der Produktion heutzutage auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Produktionen heutzutage sind auch deutlich sauberer. Und das ist natürlich dann auch ein Teil der Arbeit, die man machen will mit seinen eigenen Projekten, zu sagen, ich will natürlich auch aufräumen, ich will hören. Ist dann Atmer zu viel? Höre ich noch irgendwie auf der Einzelspur Hintergrundgeräusche von der Übersprechung des Kopfhörers und so weiter? Und wenn jetzt schon ein Preissturz von 40% über die letzten 6-7 Jahre bei einem AKG 812 kam, dann kann man sich ja immer vorstellen, dass das vielleicht noch weitergeht, die Entwicklung, mehr Leute sich sowas kaufen. Dementsprechend muss ich ja auch feiner produzieren, weil man ja jeden Schiss ja hört. Ja, hochinteressant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, weil wir haben noch ein Modell und der Knaller ist, das ist deutlich günstiger. Das ja, heißt, weil du schon vor dem Video dich abgesprochen hast. Ja, wir haben es mitbekommen. Mit dem Tobi, glaube ich. Genau. Ja, und da bin ich auch gespannt. Also abgesprochen klingt jetzt so, als hätten wir uns was dabei gedacht. Du hast ihn schon an der Kaffeebar getroffen. Genau, wir haben einfach die Info vorher gekriegt. Nehmt den irgendwie so ein bisschen exponiert in die Session rein, weil der ist wirklich ein Knaller, weil er anders funktioniert. Also heißt jetzt nicht besser oder schlechter, sondern heißt andere Herangehensweise. Ich habe den noch nie gehört. Das ist dieser, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Audize höre ich oft an der Hotline. Audiz sagen auch einige. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, worauf die bestehen, die Kollegen. Ist auf jeden Fall ein Leichtgewicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wirkt ein bisschen weniger wertig, das kann ich auch sagen. Also nachdem man jetzt den Fokal in der Hand hatte, merkt man, gut, ist wieder so ein bisschen mehr Plastik. Gut verarbeitet, trotzdem irgendwie leicht. Ja, ja. Also gibt einem nicht das Gefühl, dass man zwei Steine am Kopf hat. Hier ist ein bisschen Plastik dann doch wieder im Verhältnis. Ne? Ja. Irgendwie so, also fast so ein DJ-Kopfhörer, ne, den man so ein bisschen klappen kann. Genau, und so aus der Ecke wahrscheinlich. Wir wollen mal schauen. Also der liegt jetzt wieder im 400-Euro-Bereich, zwischen 400 und 500 Euro. Da vielleicht mal kurz die auch wieder beidseitige Kabel für. Ich bin mal gespannt. Machen wir schon gleich. Ne? Ich setze mal auf. Ist auf jeden Fall deutlich closer, deutlich enger auch für mein Ohr. Dann hören wir doch mal rein, was der sagt. Ui! Laut? Viel Pegel, ne? Krass. Max Schalldruckpegel. Boah. 120 dB. Ja. Yeah! Oh, der macht aber Spaß. Interessant. Ich sag mal nix. Hör mal rein. Das ist wirklich interessant. Oh, aber super bequem. Nicht so laut. Ganz toller Sound. Ja, krass, ne? Ganz, ganz toller Sound. Ja.
Also selbst wenn man vom Fokal Hammer, alles runterbricht, oder? Denkt man, okay, kostet ein Drittel. Und ist aber... Aber ich finde, man hört auch, dass es eine andere Herangehensweise ist. Er ist nicht so dynamisch. Also du hast das auch hier wieder das Gefühl, eine Kompression. Ja. Der läuft die ganze Zeit. Die Bassdrum macht Fump. Die ganze Zeit. Ja. Der Song hat da so ein Intro vorne dran, wo es eigentlich weniger Informationen zu verarbeiten gibt, bis der Beat einsetzt, bis die Stimme einsetzt. Und wenn dann die ganze Zeit voll ist. Trotzdem, der Song fängt an direkt, ist auf einem Level und bleibt da. Also der... Gefühlt gleicht da ein bisschen die Dynamik des Songs aus. Also keine dynamische Herangehensweise. Finde ich aber im Bereich Referenz nicht schlecht. Also Musik konsumieren, ganz klares Ja auf jeden Fall. Und super interessant in der Preisliga. Die Stimme war mir dann fast schon ein bisschen überkomprimiert im Verhältnis zum Vokal. Aber wir haben jetzt auch wirklich den krassen Switch gemacht von dem bis jetzt, wie wir beide finden, auf unfassbar tollen 1300 Kopfhörer zu diesem günstigeren Modell mit der anderen Herangehensweise. Aber ich muss sagen, für den Preis mit dem Blick auf Referenz, Mix, Master, trotzdem sezieren, würde ich hier, glaube ich, auch die Wette eingehen. Gib mir den Kopfhörer und ein MacBook mit Logic und lass mich was mischen. Ich misch dir geil. Ja. Safe. Ja. Brauchst eigentlich nur noch gegenhören, 20 Minuten über noch eine andere Box oder so, und kannst es dann ins Master geben. Oder über einen Referenztrack. Also ich würde das jetzt hier auch über einen Referenztrack lösen, weil ich einfach das Gefühl habe, die Präsenz der einzelnen Frequenzen ist auf jeden Fall so gegeben, trotz der Kompression, die du so wahrnimmst. Wenn ich jetzt hier sage, ich mische vor nach Gefühl und gehe dann nochmal auf einen Referenztrack, den ich gut kenne von anderen Anlagen. Ich meine, jeder hat so seine Songs. Du kriegst es erkannt, wo du dann noch einen Winkelzug... Ganz genau. Also würde ich mir mit dem auch sofort zutrauen. Unfassbar leicht. Wahnsinn, ja. Super easy zu tragen. Ich darf mal kurz vorlesen. Handgefertigt in Kalifornien, 250 Gramm leicht. Ohrpolster aus Lammleder. Ah, okay. Sehr weich. Und jetzt kommt's, hier steht Planartreiber. So, für perfekte Dynamik und Frequenzwiedergabe. Dann gucke ich mal ganz kurz, was das bedeutet. Wahnsinn, ja. Was bedeutet nach. Planartreiber? Das ist jetzt nicht besonders charmant, hier mal zu gucken, aber Planartreiber. Wir kennen alle klassischen Treiber, wir kennen... Gibt es ja verschiedene Konzepte, die auch schon sehr, sehr alt sind. Aber es geht natürlich um Treiber. Auch wenn ich jetzt an In-Ears zum Beispiel denke, wird ja auch oft darüber diskutiert. Also In-Ears, die im Kopf sitzenden Modelle, wo es ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte gibt, weil da fehlt natürlich einfach die Membran, die Größe der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir hier natürlich deutlich größere Speaker im weitesten Sinne. Aber auch wenn ich mal so mit dem Finger drüber gehe, ja, da ist man merkt auch, dass es anders verbaut. Ich sehe keine runde Membran. Oder fühle keine runde Membran. Und das könnte natürlich auch diesen komprimierten Sound erklären. Das ist natürlich sensationell. So, ich könnte jetzt hier ewig lang lesen. Oder ich frage einfach ganz kurz den Tobi. Sag mal, Tobi, was ist ein Planartreiber? Da ist keine Schwingspule drin, die eine Membran antreibt. Sondern es ist also keine Schwingspule. Statt einer Membran eine flache Metallfläche verbaut, in der Leiterbahnen verlaufen. Und diese Leiterbahnen werden im Prinzip unter Spannung gesetzt und regen dann die Metallfläche zum Schwingen an. Also die ganze Fläche schwingt. Ja. Okay. Und in der Fläche sind sozusagen, in dieser Membran sind schon die ganzen Leiterbahnen eingelassen, die sozusagen nicht über einen Impuls eine Fläche ansteuern, sondern die Leiterbahnen, die in der Fläche drin sind, lassen sozusagen die Membran pulsieren. Es ist keine Membran da, Also normalerweise ist die Membran in dem Treiber von einem dynamischen Schallwandler, wie er in fast jedem Kopfhörer drin ist, ja logisch. So ein Kunststoffgewebe oder wie beim Lautsprecher auch, vielleicht aus Aramid oder aus Papier. Und bei dem ist halt einfach nur eine Metallplatte da, die direkt zum Schwingen angeregt wird. Und die Drähte, in Anführungszeichen, die normalerweise auf die Schwingspule von dem dynamischen Treiber laufen, laufen hier direkt auf diese Metallplatte, auf das Planum, deswegen ein Planartreiber. Okay, also man könnte eigentlich sagen, dass ein Planartreiber so eine Mischung aus den Kondensator- und dynamischen Verhältnissen sind. Kann man das so beschreiben? Das ist eigentlich genau umgekehrt wie ein Kondensatormikrofon, genau wie ein dynamischer Treiber, quasi umgedrehtes dynamisches Mikrofon. Genau, das heißt, die Technologie, die wir bei den alten Treiberprinzipien erkennen, kommt aus den Schwingspulenmikrofonen, die man einfach umgedreht hat und dann dadurch Kopfhörer gemacht hat. Und das wäre sozusagen das Kondensatorprinzip. Wir können eigentlich sagen, dass dieser Kopfhörer das Pendant ist zu einem umgedrehten Kondensatormikrofon aufgrund des Treibers
den man Planartreiber nennt. Ja, das ist dann die Erkenntnis jetzt hier raus. Aber ich habe es ja auch im Test irgendwie für mich so wahrgenommen, dass er auch wirklich komprimierter klingt. Und das wäre ja ähnlich zu erklären. Das heißt, er ist irgendwie, wie bei den Mikros, stärker, repräsentiert alles, haut dir direkt die Frequenzen um die Ohren, anders als der dynamische, der so ein bisschen mehr mit der Information auch arbeitet und umgeht, die da wirklich rüberkommt. Kann natürlich auch anstrengend sein, könnte ich mir vorstellen. Also wenn du den jetzt irgendwie prügelst, wenn du den wirklich fährst, dann wird er wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zisselig, ein bisschen schneller zerren oder auch einfach unangenehm vom Hören. Ja. Andererseits, und das ist halt ein starkes Argument, wir haben gerade gehört, 1299 Euro gegen 419 Euro. Müsste man halt überlegen. Und wir müssen ja auch noch einen anderen Schritt weiterdenken. Da das ja eine andere Herangehensweise ist, so viele haben wir gar nicht im Programm mit dieser Technologie. Richtig. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht oder vielleicht ist das sogar so ein Stück weit die, nicht nur ein Gegenentwurf zu den dynamischen Treibern, sondern eben auch so ein bisschen die Zukunft. Richtig, wie bei den Mikrofonen, wo es jahrzehntelang eigentlich nur um dynamische Mikrofone ging. So ein paar Kondenser hatten wir, die man eigentlich nicht überfahren konnte, weil die eben da ins Klippen ging, beziehungsweise in der Vorstufe, in die Zerre. Und das war immer sehr unangenehm. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich an allen Ecken und Enden Kondensatormikrofone, selbst auf Bühnen, weil die Richtcharakteristiken besser geworden sind bei den Mikros, dass man auch vielleicht hier diesen Trend vielleicht mitmacht bei den Kopfhörern. Das ist jetzt, glaube ich, der einzige mit dieser Technik, ne? Ja, es gibt wohl noch mehr im Programm. Zwei, drei andere? Genau, aber das ist wohl so ein Alleinstellungsmerkmal in dem ganzen Bereich. Und also, ich würde es mal so zusammenfassen, Referenzkopfhörer ja. Mit der Lautstärke wäre ich hier ein bisschen vorsichtig. Hängt bestimmt auch davon ab, an welcher Abhöre du jetzt bist. Also wir haben jetzt hier den Phonitor 2, wie gesagt, der ist ja auch ein richtig guter Kopfhörer-Vorverstärker. Hat auch nicht jeder bei sich zu Hause rumstehen. Färbt aber auch natürlich. Irgendwo ja, muss man natürlich bedenken. Also insofern könnte ich mir trotzdem als gutes und bezahlbares Pendant vorstellen. Mhm. Da wird sich der Kunde aber, glaube ich, so ein bisschen selber nochmal einen Eindruck verschaffen müssen, ob eher das jetzt was für ihn ist oder dann vielleicht doch der AKG oder vielleicht doch hier der DT1990 oder sowas. Ne? Also ich kann nicht so richtig sagen, ist jetzt viel geiler, ist auf jeden Fall ein Riesen-Step in eine andere Richtung nach dem Vokal. Für den Kurs. Aber für den Kurs ist es halt schon krass. Das ist wie bei günstigen Kondensatoren. Beispielsweise Fame-Mikrofonen, die wir haben, für 69 Euro. Selbst die lösen feiner auf als etwas vielleicht teurere dynamische Mikrofone. Mhm. Könnte schon eigentlich die Richtung sein. Also kann man sagen, der richtige Geheimtipp, den Tobi uns da irgendwie so rübergeschoben hat, ist auf jeden Fall ein Reinhören und ein drüber nachdenken wert, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren eigentlich wirklich eine Öffnung dieses Marktes für dieses Bauprinzip haben. Ne? Ja, kann man von ausgehen. Ich vielleicht da nochmal gruppieren, ne? Dynamische Mikros, Treiber, gestützte Kopfhörer und hier eben das Kondensatorprinzip der Mikrofone umgedreht bei Audis oder Audeze. Was sagt man? Audis, haben wir. Audis. Legen wir uns jetzt mal fest. Ne? Okay. Ja, würde ich sagen, liebe Zuschauer, dann haben wir jetzt eigentlich schon eine ganz tolle Reihe. 5 Kopfhörer haben wir durch. Schön abgerundet. Wo wir wirklich sagen können, 6 sogar, wo wir jetzt schon so ein Bild haben. Ein Außenseiter im weitesten Sinne, weil er einfach völlig anders funktioniert. Auf jeden Fall ein Tipp, mal reinhören, mal drüber nachdenken. Ansonsten würde ich sagen, so ganz klares Fazit, alle irgendwie krass. Ich für mich habe festgestellt, das kann funktionieren. Wir hatten 2 Kopfhörer, wo wir beide auf Anhieb gesagt haben, mischen. Ja, mixen, mastern auf jeden Fall und würden sogar die Wette eingehen, ohne Monitor, ohne alles, können wir ohne Probleme hingehen und sagen, mit dem Fokal und auch ein Stück weit mit dem Audis würde ich mir das zutrauen, direkt irgendwie einen Mix zu machen, mit dem AKG letzten Endes auch. Bei den anderen würde ich sagen, würde ich auch nicht Nein sagen, wäre für mich eine Lösung, wenn es Budget im Vordergrund steht, wäre für mich eine Überlegung, die drei dann miteinander zu vergleichen und ganz klar auch eine Sache, wo man sich halt einhören muss. Aber wir brauchen auch noch Monitore. Also da würde ich nicht den Akzent drauf setzen, zu sagen, das ist meine Referenz. Ja, wobei ich glaube, ich würde sagen, also den DT1990 würde ich jetzt, glaube ich, nicht ohne Monitor das Setting kaufen. Genau. Beim AKG wäre ich schon mal überlegen. Dazu. Also der AKG wäre jetzt so eine Sache, wenn mich jetzt einer fragen würde, ich bin Einsteiger, ich habe nur die Kohle, entweder Referenzkopfhörer oder Monitore,
wäre ich da schon so ein bisschen am Überlegen zu sagen, vielleicht ist der AKG ja was, mit dem du erstmal nur mit deinem Laptop-Interface, wie auch immer, zurechtkommst, bevor du wieder Kohle hast, um dir vielleicht noch ein schickes Paar vielleicht Lautsprecher zu kaufen. Vielleicht kann der ein oder andere schon besser mit dem Kopfhörer für 900 Euro mischen, als über Lautsprecher für 900 Euro. Ja, ja, das könnte auf jeden Fall könnte funktionieren. Also beim Vokal sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Jetzt haben wir aber noch einen riesen Schmankerl aufgehoben. Einen gibt es noch. Ja, und das wird spannend. Das wird spannend, ja. Also ich muss ihn hochholen, weil ich mehr Gewicht habe und denke, mehr Kraft in den Armen, damit ich das stemmen kann. Das ist sozusagen der Kopfhörer da unten. Ich gebe mal vorweg auch eine technische Innovation vor, weil man kann es so ein bisschen sehen, vielleicht auf der Verpackung unten. Die Hochtontreiber wurden irgendwann mal zu Bändchen. Ja, ja. Wir kennen das von Adam Audio, dann kamen die Eves, dann kamen eben, wie wir schon besprochen haben, andere Hersteller und haben das gemacht. Und das ist auch so ein Bauprinzip. Also größere Membranfläche aufgrund des Bändchen, ne, so ja, gefaltet. Logisch, natürlich. Und überträgt dann vermeintlich noch mehr Frequenzen. Mhm. Das wäre der Headphone, der hier unten ist. Den haben wir extra mal in der Packung gelassen, weil das so ein kleiner, allein auch noch mal so ein Außenseiter quasi ist. Ich heb den nur hoch, du darfst ihn auspacken, weil ich habe den schon mal ausgepackt. Oh, okay. Du darfst ihn mal hier so rausziehen. Okay, okay. Ja, spannend. So. Unboxing at Music Store. Das ist Unboxing. Während du das machst, Headphone heißt... Also ich kann jetzt schon sagen, das hat auf jeden Fall Schwergewicht. Das ist nicht nur der Karton, ja. Ja gut, es könnte natürlich sein, dass da noch irgendwie Füllgewichte drin sind oder so. Heinz? Electrodynamics Designs oder Design. Ja. Ich muss das deshalb erwähnen, der Erfinder von Adam Audio, der Besitzer heißt Klaus Heinz. Mhm. Mein Vater heißt Heinz Klaus. Jedes Mal, das ist kein Witz, das ist nicht abgesprochen, das ist so. Jedes Mal auf der Musikmesse war das so, dass wir natürlich für einen kurzen Moment so eine süffisante Szene hatten und ich war immer gerne bei denen. Und er hat im Prinzip diese Bauweise für den Hochtöner jetzt übernommen in die Headkopfhörer. Ja, ich wollte gerade sagen, damals schon her, Pionier. Man kennt das ja auch so von den Adam Audio Boxen, genau, von den Headboxen, die genau es ja auch so gibt. Aus, ne? Also genau. Das sieht exakt so aus. Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil bei dem Gewicht und bei der Größe, man kann noch nicht so richtig ahnen, was eine achtet. Das erwartet. Das sieht aber auf jeden Fall völlig anders aus als die Modelle, die wir bis jetzt gesehen haben. Box ist wertig, das ist aber heute, glaube ich, auch in dem Preissegment eine Selbstverständlichkeit. Guck mal hier, schon Poster für dich. So, boah, das sind aber echt Trümmer. Also, ich weiß nicht, ob man so ein bisschen sehen kann. 718 Gramm soll der wiegen, ja. Wenn man da schon mal reinschaut, das ist auf jeden Fall, wenn das hier die komplette Mickey Mouse ist. Für eine ist, Seite, ja. Da sind wir schon im Bereich Baustellengehörschutz. Ne? Also erstmal so von der Optik. Und ich muss sagen, ja. Ist da noch was drin? Ach ja, Kabel. Das ist krass. Ja, da kommt natürlich wahrscheinlich noch, warte, ich nehme einfach mal so raus, andere Features dazu. Also das war's schon. Und ich muss ehrlich sagen, das als zwei Steaks wäre auch nicht schlecht, ne? Vom Gewicht her. Da könnten wir heute eine schöne Grillparty machen. So, klar, Kopfhörer gehören natürlich mit Kabel. Was haben wir hier Schönes dabei? Wir haben auf jeden Fall auch Mini-XLR. Ich tue sie jetzt zur Seite. Mini-XLR, auch beidseitig angeschlossen. Das sieht doch auch schon mal ganz wertig aus. Hängen wir die auch schon mal kurz mit dran. Frequenzen 10 bis 40 Kilohertz. Ja, also auch ziemlich hoch, ne? Impedanz 42 Ohm. Auch nicht Wahnsinn, viel, ne? Wobei, da haben wir jetzt auch schon viele unterschiedliche Impedanzen definitiv gehabt und am Ende scheint es gar nicht so ausschlaggebend für den Sound zu sein und irgendwie doch. Die Beschriftung ist auch in Ordnung. Ist ein bisschen, man muss ein bisschen genau schauen, wo die halt angeschlossen werden. Dann aber nicht mit auch arretiert, ja. Auch arretiert, also alles gut. Ja. Aber das Gewicht ist echt eine Nummer. Also da muss ich wirklich sagen, nach dem, was wir jetzt alles hatten, vor allem auch hier wieder der Fokal, unfassbar leicht, unfassbares Fliegengewicht auf dem Kopf, auf dem Nacken. Machte nicht so dicht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Allein, ich meine, wir haben ihn noch nicht eingestöpselt. Das kommt jetzt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie schwer dieses Teil ist. Also ich habe ihn nicht gehört beim ersten Mal. Du bist jetzt das Versuchskaninchen. Hui, also... Es fühlt sich so ein bisschen an wie die alten riesen Nokia-Handys, als sie auf den Markt kamen. Weißt du, die hatten ungefähr die gleiche Dicke, habe ich so das Gefühl. Warte mal, wir machen das mal hier runter. Ei. Ich so. Bin mir nicht ganz hörst sicher. Du mich? Hast du mich ja, gut aber hören? Schlecht. Also es ist wirklich so, man setzt sie auf und macht einfach so... Also ein bisschen... Saugt einem quasi ist den, er denn den Schädel an. Ist es ein geschlossener Open-Over-Air-Headphone? Ja. Und direkt auch eine Sensation, wenn ich hier von außen drücke, habe ich ein unfassbares Knistern. Klingt ja, so ein bisschen wie so eine Popcorn-Tüte und ich merke wirklich, dass ich unter Druck das
auf der auf dem Ohr habe. Also mein Trommelfell geht mit. Das ist wirklich, oh, wirklich krass. Und ich bin jetzt kein unsportlicher Mensch, aber... Du siehst aus wie Juri Gagarin. Das war, glaube ich, der erste Kosmonaut im All. Ja. Hat so ein bisschen was. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie Major Tom. Dann spiele ich den Hund. Der Hund hieß Laika. Laika, ja. So, Wuff. Wow. Geben wir mal Pegel drauf. Bin ich mal gespannt. Lass mal hören. Kommt schon was? Ja, langsam. Ist auch noch sehr leise, ja. Okay, guck mal, wie viel Pegel wir geben. Noch mehr, also es ist wirklich super leise. Geht noch? Mhm. 87 dB SPL, ja, das ist auch weniger als bei allen anderen. Moment. Funk. Krass. Also, ich bin ja selber großer Adam Audio Fan. Also, den Sound habe ich auch so ein bisschen im Ohr. Auch selber bei mir im Studio im Einsatz. Erster Punkt definitiv, es ist total krass vom Gewicht. Also ich merke es jetzt schon, ohne Witz, von den paar Minuten so ein bisschen, einfach vom Vergleich zu anderen. Dass die Nackenmuskulatur trainiert wurde. Dass man wirklich dagegen arbeiten muss. Also hier auf jeden Fall der Tipp, wer sich für diese Kopfhörer entscheidet, muss auf jeden Fall Mitglied in einem Gym sein oder Nackentraining in irgendeiner Form absolvieren. Der schließt ultra krass ab. Also ich habe voll aufreißen müssen, es war nicht zu laut. Mhm. Hab aber kein Wort von dir verstanden. Bei den anderen Kopfhörern war das nicht der Fall. Hast du was wahrgenommen von außen? Also gar nichts mehr von außen. Das heißt, man merkt also auch hier, irgendwie ist es zwar offensichtlich ein offener Kopfhörer, aber er macht halt komplett dicht. Und das merkst du auch, wenn du ihn aufsetzt. Ich finde es relativ eng. Also wer sehr große Ohren hat, wird hier vielleicht auch dieses Phänomen erleben, dass dann irgendwie so das Ohrläppchen eingeklemmt wird oder so. Also es ist, glaube ich, nicht für jeden so richtig komfortabel von Anfang an. Gewicht bedenken, auch das bedenken, wenn ich mir hier vorstelle, 2-3 Stunden mischen, sehe ich noch nicht, aber soundmäßig, gut, es war jetzt wirklich krass, ich habe das Ding voll aufgedreht, wir waren eben immer so maximal hier bei keine Ahnung, 3/4 oder so, jetzt war ich bei 100% von dem, was wir geben können und er war angenehm in dem Moment, darunter war wirklich leise, aber sensationeller Sound. Her damit. Sensationell. Muss ich leider sagen. So. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das nimmt man wahr. Also auch das Reiben. Und auch wenn ich jetzt spreche, hörst du, wie leise ich bin. Ja, ja. Okay. Signal drauf. Oh. Oh, wow. Ich, noch ein paar Takte? Also, ich habe die Hi-Hat gesehen. Ja. Die Hi-Hat, die, glaube ich, von Jeff Porcaro gespielt wurde, Schlagzeug, glaube ich. Ne? Toto hat ja die Platte irgendwie halb eingespielt. Ich habe jetzt erst wahrgenommen, dass die nicht zu ist, sondern ein bisschen geöffnet ist. Krass, Wahnsinn. Ne? Ich hätte mir sogar vorstellen können, wie viel Spalt bei der Hi-Hat war. Also so fein und aufgelöst war das gerade. Ja. Unfassbar. Also es ist schon nochmal eine andere Liga in irgendeiner Form. Ne? Also es ist irgendwie, ich fand es auch räumlicher. Gar keine störende Frequenz in irgendeiner Form. Super aufgeräumter Sound. Und genau, so diese Räumlichkeit, dieses Orten können der Instrumente war so detailreich, dass man wirklich auch hier wieder das Gefühl hat, man ist so mittendrin, man ist in der Aufnahme, man hat das Gefühl, man hört nicht nur, das sind Drums, sondern man kann wirklich sehen, wo ist die Hi-Hat, wo steht sie, greifen? Ja, genau. Ja.
Auch die Vocals super sauber, die Chöre ohne Druck auch voll von der Seite. Die sind in dem Song definitiv super hart links und rechts gepannt. Die kommen definitiv von allen Seiten, die kommen von hinten so reingefahren. Der Hall, der da drauf ist, ist exakt an derselben Stelle und verflüchtigt sich dann so ein bisschen. Ja. Die Snare hat Bauch, aber nicht so krass wie bei dem DT1990, als wir das erstmal gesagt haben, ja, jetzt kommt hier noch mal ein bisschen mehr dazu. Und diese Crispiness hat er auch nicht. Es ist nicht so schrillend, klirrend hell, sondern einfach auch hier wieder so Butter über alle Frequenzen hinweg. Also würde ich es, wir sprechen ja immer gerne von Summen. Ja? Also die Summe. Also wenn ich hier eine Summe formulieren müsste, dann ist das das Ergebnis aus allen Summanden. Also auch im Gewicht. Hätte man auch im Gewicht. Auch im Gewicht, ja, tatsächlich, wenn man alle Gramms zusammenlegt, dann kommt man hier drauf. Also all das, was wir bei allen Kopfhörern gut fanden, finden wir hier. Exakt. Selbst alle Akzente und Betonungen bei dem einen oder anderen finden wir hier drin. Das heißt, wenn der Biodynamic vielleicht ein bisschen weicher war, haben wir dieses Weiche hier. Wenn der AKG ein bisschen brillanter, kristalliner war, haben wir das auch drin. Ja, definitiv. Es würde bedeuten, mit jedem Euro mehr kriegen wir Frequenzanteile dazu. Klingt jetzt so ein bisschen wie, ah ja, das haben die sich doch vorher ausgedacht, die wollen uns nur die teuren Sachen verkaufen. Deswegen kommen wir natürlich gleich nochmal zu einem Gesamtfazit, aber ich muss dir recht geben. Und um das nochmal zu betonen, wir haben wirklich die Kopfhörer vorher nicht gehört, bewusst nicht gehört, sondern sind hier wirklich vollkommen frei rein. Das ist richtig, ja. Es ist echt, also ich hätte auch damit gerechnet, dass man vielleicht an so einen Punkt kommt, weil wir haben noch gar nicht gesagt, der liegt bei 1699 Euro, dieser Kopfhörer. Das ist ein Vermögen, da bekommt man richtig geile Speaker für den Preis. Ja. Die Frage, ist es das wert, stellen wir uns auch gleich. Nur, ich bin wirklich überrascht, dass selbst hier der Schritt vom Fokal, wo wir beide schon haben, sensationell, dass das nochmal noch eine Etage drauf, zu sein scheint. Also ich sehe auch viele, Negativpunkte hier. Das ganz klar das Gewicht, also fast ein Kilo auf den Schultern, auf dem Nacken haben. Sessel, an dem du den Kopf ablegen kannst. Was es aber zum Arbeiten halt schwierig macht. Also da würde ich mir jetzt zumindest die Frage stellen, da sind wir schon so ein bisschen im Bereich Fazit. Ist das ein Kopfhörer, den du wirklich im Liegesessel, im Massagesessel benutzt oder ist das einer, den du in der Produktion benutzt? Ich glaube, hier sprechen wir jetzt nicht mehr von Produzenten, ich denke auch, sondern eigentlich vielleicht von einem Konsumenten, der auch Producer ist und sagt, jetzt höre ich mir mal 10 Songs durch, ganz konzentriert und zwischendrin lege ich meinen und jetzt höre ich noch mal durch und versuche noch den letzten Vorhang wegzunehmen. Der zielt, glaube ich, auch mehr auf den Kunden, der eher sich für Teufel und ähnliche Hersteller interessiert, also die ganz klar im Hi-Fi-Bereich unterwegs sind und ganz klar Consumer-Ansprüche. Ja, jetzt verwischen verwischen sich diese Grenzen. Ja. Also was ist Produktion, was ist Hi-Fi, was ist Studiotechnik? Ja. Jetzt früher hast du gesagt, ich produziere oder gehe mal den ganz klassischen Weg, ich mache meinen Demo-Scheiß, das kann ich allein, dann gehe ich ins Studio, da haben die besseren Mikros, da wird auch schon mal grob vorgemischt und dann muss ich zum Mastering-Engineer, warum? Weil die das Studio mit dem Setting haben, die haben den besseren Raum, die haben die hochwertigere Outboard-Engine, um das Ganze fein zu justieren und die haben halt auch die Lautsprecher dafür. Das wäre jetzt halt hier eben die Frage, kann man alles in einer Kette packen? Also man muss auch so ein bisschen bedenken, wie hilfreich ist ein so hochauflösender Kopfhörer am Anfang meiner Kette? Ist es da vielleicht sogar etwas sinnvoller, doch ein bisschen weiter down zu graden und zu gucken, dass ich nicht so sauber bin? Upgraden bei dem Environment drumherum. Ja? Also wir müssen die Umgebungsgeräte verbessern. Der braucht auf jeden Fall einen Kopfhörervorverstärker. Weil wenn du hier schon bei dem Phoniturm SBL im Anschlag bist und noch nicht die Lautstärke ausgefahren hast. Der Phonitor ist aber auch nicht im High-Power-Modus. Ja, der kann noch mehr. Okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Argument. Das heißt, den kannst du nicht an deinen Laptop klemmen, einfach mal eben so. Den kannst du nicht mal eben so an den Ausgang von einer 0815 Soundkarte oder Audio Interface. Oder ein Smartphone mit einem Stereo-Klinkenausgang. Das ist auf jeden Fall ein ganz starkes Argument. Das heißt, hier ist zumindest diese Idee von mobil und mal eben so, auch vom Gewicht, auch vom Spazieren, Tragen, Mitnehmen, in den Koffer packen, auch vielleicht wegen des Wertes, nicht so gegeben. Das ist ja schon eher so, wie ich trage meine Sammler Les Paul spazieren und pack die auch nicht überall aus. Das ist dann wieder so eine Frage, wo man überlegt, ist das so ein hohes Segment, dass man sagt, zu Hause, Consumer, festes Setup. Ne? So, und da würde ich mir dann die Frage stellen, 1700 Euro, die muss man dann schon haben. Ne? Also ist jetzt, glaube ich, nichts für den Einsteiger. Nee. Und ist vielleicht auch nichts für den, der sagt, ich möchte damit wirklich so viel wie möglich oder nötig
meine Monitore, meine Studiomonitore irgendwie ersetzen in meiner Produktion. Also für einen Großteil unserer Kundschaft, die sich mit Produktion beschäftigt, Vorproduktion, mit RME-Wandlern, mit Adam-Audio-Abhören oder ähnliches, wäre es, glaube ich, nicht der richtige Kopfhörer, weil es kein Substitut ist für die Lautsprecher. Richtig. Aufgrund des Handy- oder des Handhabenwollenden. Ja? Also es ist eben nicht handy genug, es ist eben zu unpraktisch. Aber wen könnten wir uns denn dafür aussuchen? Es gibt die. Es sind die, die sozusagen am Ende dieser Kette angekommen sind, alles abgehört haben, abgemischt haben und dann tatsächlich in den Modus der Konsumtion sich übertragen und wirklich sich hinsetzen, wie du gesagt hast, mit dem Rotwein. Aber ich denke, da musst du einen Whisky haben. Ja, auf jeden Fall. Mit 54%. Ja, ja. Dann setzt du dich hin und guckst nochmal quasi auditiv in die Ecken, in denen du mit den anderen noch reingekommen bist. Auf jeden Fall, also Musikgenuss. Da ist dann Musikgenuss, eben auch Kunden, die eben in der Kombination mit einem Furnitor oder mit einem RME-ADI zu Hause schon optimiert haben. Kunden, die im Hi-Fi-Bereich kaufen und sagen, ich hab schon eine spitzenmäßige Hi-Fi-Anlage und möchte jetzt noch einen passenden Kopfhörer dazu, um auch mal ruhiger die Nachbarn schon irgendwie nachts um drei in höchster Qualität Musik genießen zu können. Da ganz klar. So, und dann braucht es auch eine andere Form von Musik. Mhm. Weil nur, also in Anführungsstrichen, nur eine Techno-Produktion darüber abzuhören, ist nicht die Zielgruppe. Ja, keine flache, zweidimensionalere Musik. Ja, das sehe ich auch so. Also die sozusagen, eigentlich muss es Musik sein, die von Dynamiksprüngen lebt. So um Klassik, auch Jazz, live eingespielte das Musik ist vielleicht. Ja. Musik, ist die, das, ja. die früher produziert wurde, wo noch viel räumliche Anteile drin sind. Also wo man noch richtig Wert darauf legt, das sind die, keine Ahnung, Abbey Road Studios. Ich will auch den Raum hören. Mhm. Das kann ja mit Sicherheit alles gut sein. Es geht da gar nicht um geschmacklich besser oder schlechter, sondern nur um informationsreicher. Ja, sehe ich auch so. Weil es tatsächlich eine Lupe ist, ja. Eine Lupe ist ein gutes Wort, ja, auf jeden Fall. Also beeindruckender Kopfhörer. Wie gesagt, beeindruckendes Gewicht und auch letzten Endes beeindruckender Preis. Aber ich denke, für die Kunden, die wir gerade so versucht haben zu sondieren, lohnt sich das. Also auf jeden Fall ein Reinhören wert und auch jeden Cent wert, definitiv. Also ich habe noch nie so einen guten Kopfhörer gehört. Und den Laden hier gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und erst jetzt haben wir mal so ein Modell da. Das ist vielleicht so der erste Stein oder der erste Fels, auf dem man sozusagen diese vermeintliche Kopfhörergemeinde bauen kann, die daraus entsteht. In jedem Fall, in jedem Fall. Vielleicht irgendwann mal leichteres Gewicht, noch feiner auflösen, vielleicht bis 60.000 Hertz, was das auch immer für uns bedeuten mag, ja, ob wir uns als Menschen weiterentwickeln oder ob wir tatsächlich noch mehr Klanganteile dazu bekommen in der Übertragung, dass das vielleicht der Stein ist, der gerade etwas ins Rollen bringt. Ne? Hammer. Ich bin begeistert. Ja. Lass uns noch zum Abschluss zwei Fragen gleich in den Raum stellen, bevor wir ein ganz ausschweifendes Fazit ziehen. Wenn du dir einfach einen mitnehmen dürftest, gesetzt den Fall, du hättest jetzt einen Wunsch frei und du dürftest dir einfach einen für deine Zwecke als Musiker, als Produzent, als Home-Studio-Recordler oder als jemand, der vielleicht schon ein bisschen professioneller arbeitet, mitnehmen dürftest. Für welchen würdest du dich entscheiden, nachdem wir jetzt so viele Kopfhörer gehört haben? Also es geht mir hierbei ähnlich wie morgens beim Bäcker. Wenn man mit Hunger irgendwo reingeht, würde man am liebsten sagen, von allem eine. Also alles oder von jedem Teilchen ein Stück. Ähnlich geht es mir hier auch. Mhm. Ganz viele Studios haben mehrere Lautsprecher da stehen. Klar. Ja, wie klingt es auf einer Genelec? Wie klingt es auf einer Avanton? Wie klingt es auf Adams? Um unterschiedliche Charakteristiken auch abzubilden. Nicht? Man hat nicht immer nur eine Weinsorte zu Hause im Keller, sondern je nach Stimmungslage will man unterschiedlich ziehen. Also alle sind außergewöhnlich und sind gut in ihrem, aber ich würde den Fokal mit nach Hause nehmen. Geht mir auch so. Also wenn ich nicht budgetbewusst denken müsste, würde ich glaube ich auch hingehen und sagen, ja, der Fokal, wenn ich einen Wunsch frei hätte und dürfte jetzt hier frei wählen, würde ich den auch mitnehmen, weil er für mich die meisten Funktionen so im Alltag abdeckt. Aber deswegen schließt man die zweite Frage an. Wären wir mal realistisch, wenn du es bezahlen müsstest, welcher von den vielleicht günstigeren Modellen wäre dann dein Go-To? Auch der Mittelweg führt nach Rom. Mhm. Das würde für den Audis sprechen. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich mir entweder den Sennheiser oder den Shure aussuchen würde. Wahrscheinlich den Sennheiser. Und würde dann
versuchen, das restliche Geld zusammenzukriegen, um mir dann den Fokal zu holen. Dann sind wir uns ziemlich einig. Ich schwanke auch zwischen dem Sennheiser und dem Shure, was ich krass finde, weil wir auch beide eigentlich ja von den Biodynamic zumindest mit Gewohnheit dem begegnet sind, ja, weil man eben den DT770 ja gut kennt. Ja. Ich fand den auch nicht schlecht, aber ich würde auch irgendwo sogar hier auf die vermeintlichen Einsteigermodelle, und wir reden immer noch von über 400 Euro, ja, zwischen 350 und 450 Euro gehen, weil ich da auch irgendwie so im budgetbewussten Segment so die meisten Vorteile sehe. Auf jeden Fall können wir sagen, es ist ein Thema, es ist definitiv spannend, damit irgendwie umzugehen. Und ich glaube, ich würde auch zwischen dem Sennheiser oder dem Shure schwanken und dann gucken, dass ich irgendwann, wenn die Kohle da ist, wenn man sich's leisten kann, dann auf den Fokal gehen, weil definitiv das hat mich auch umgehauen. Also ich bin definitiv klüger als vorher, definitiv, durch diesen Test. Ja. Ja, und ja, jetzt weiß ich erst, was es bedeutet, wieder mal A, B, C, D, E, F, G durchzuhören. Ja. Und das ist super wichtig. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder den Laden natürlich so voll haben, dass wir auch den Kunden das wieder bieten können. Und ja, bin total happy, dass wir das hier gemacht haben, um unseren Kunden das mal und Zuschauern dann mal zu zeigen. Philipp, vielen herzlichen Dank für dich. Ich danke dir für deine Zeit. Und wir danken dem Tobi. Ja, auf jeden Fall, der uns versorgt hat mit den ganzen versorgt hat, Kopfhörern, ja, und mit dem Setting und auch Infos.